Ja, huhu und herzlich willkommen hier wieder beim Koali und zum 14. Türchen des Nordpol-Adventskalenders. Heute mit einer Runde Nescaiamus, ein deutsches, ja, ich nenne es mal Rollenspiel. Ich kann euch mal kurz die Box zeigen hier. Ja, so sieht es aus. Und mit heute bei mir dabei. Vier illustre Gestalten, die das Experiment One-Shot auf meinem Kanal mitmachen. Einmal der Quinya Quen als Roche Fischer. Jorge. Jorge, okay, verdammt. Ich habe das so mit den Namen, ist immer schwierig bei mir. Ja, dann haben wir den Rachasal als Taran Schneider. Rarasal, das Z ist stumm. Zahl, habe ich doch gesagt. Ich check den Namen nicht. Hallo. Gut. Rerion spielt heute Endris Tannhauser. Siehst du, der Name ist lang und geht einfach von der Zunge. Ja. Und Feramin spielt heute Anna Tannhauser. Hallo. Wir haben es mit einfachen Namen probiert. Genau. Ja, also was ist Nescaiamus? Nescaiamus ist eigentlich ein spielleiterloses Rollenspiel. Also man kann es laut Regelbuch mit oder ohne Spielleiter spielen. Ohne Spielleiter habe ich schon einmal probiert, allerdings nicht gestreamt. Hat ganz gut funktioniert. Und jetzt versuche ich das Ganze mal mit Spielleiter. In dieser Box, die ich euch gerade gezeigt habe, sind hier so ein Kurzregelheft und jede Menge Karten drin. So Szenenkarten. Und Aktionskarten und Charakterkarten. Und ja, eigentlich liest man sich gegenseitig die Szenen und Aktionskarten vor und auch die Charakterkarten sind dann werden auf die Spieler aufgeteilt, wenn man keinen Spielleiter hat. Quasi die einzelnen NPCs. Und da sind dann so ein paar Informationen drauf, so wie die so drauf sind, was sie wollen und was sie nicht wollen und ein paar Handlungsvorgaben. Und das versuche ich heute als Spielleiter alles zu machen. Und schau mal, wie das funktioniert in einem freien Rollenspiel, wenn die Charaktere sich nicht an das vorgeschriebene Spielkartenprinzip der Mache weiter bei Aktion 2. Prinzip halten. Es könnte passieren, dass wir damit ein bisschen Probleme kriegen. Mal schauen. Ich glaube nicht. Ja, zur Welt wollen wir gar nicht zu viel verraten. Es handelt sich um eine Fantasy-Welt, also eine Low-Fantasy-Welt, würde ich behaupten. Also es gibt keine Orks, keine Elfen, keine Zwerge, aber jede Menge Menschen. Und vor allen Dingen gibt es Dämonen in dieser Welt. Und die Dämonen entstehen durch böse Taten von Menschen. Und irgendwann haben sich gläubige Menschen zusammengeschlossen. Also besonders ein gläubiger Mensch hat es geschafft, Dämonen zu bannen. Und hat dann eine Art Kirche gegründet. Und seitdem gibt es Menschen, die ja, Dämonen verbannen können und Dämonen einfangen können. Und allein nur diesen Leuten der sogenannten, ja, ist eine Art Kirche, ja, ist es gestattet, nur denen ist es gestattet, die Dämonen auszutreiben und zu bannen, weil sonst ist es zu gefährlich für den normalen Menschen. Allerdings gibt es auch die sogenannten Wanderer. Und die Wanderer sind quasi Abtrünnige, die nichts mit dieser Kirche zu tun haben wollen und eigene Rituale gemacht haben oder erfunden haben. Und ja, die sind Ausgestoßene, die dürfen sich in keiner Stadt und keinem Dorf länger aufhalten. Deswegen nennt man sie die Wanderer. Und es gehen böse Gerüchte um, dass diese Wanderer eben mit den Dämonen im Bunde sind und sie wissentlich hervorrufen, um sie dann mit ihren selbstgemachten Ritualen vor Augen anderer zu bannen. Und dann dafür bezahlt zu werden oder anderen Profit daraus zu schlagen. Und ja, das ist so ein bisschen so der Background für die Welt. Wenn ein bisschen näheren Input kriegt ihr gleich ein bisschen IT.
Und unsere vier Charaktere sind aus einem kleinen Dorf namens Rauningen. Rauningen ist eine 200-Seelendorf, also sehr klein. Und die Rauninger haben keinen eigenen Dämoniker, so nennen sich diese Menschen, die die Dämonen bannen dürfen. Haben allerdings einen Ritualplatz, der ein ständiges Ritual innehat. Und die Dorfler wechseln sich ab, dieses Ritual am Laufen zu halten. Das ist auch erlaubt. Und dieses Ritual sorgt dafür, dass quasi ein Schutzkreis um das Dorf gezogen wird und dass sich im Dorf selber kein Dämon mehr manifestieren kann. Und Dämonen, die von außen hereinkommen, werden geschwächt. Und ja, das nennt sich dann Blutwacht, weil dieses Ritual mit Blut funktioniert und ja, immer vier Dorfbewohner müssen dieses Ritual am Laufen halten. Und unsere vier sind an diesem Abend dafür vorgesehen, die Blutwacht zu halten. Und ja, ansonsten, was kann man sonst noch zu Rauningen sagen? Ja, Rauningen hat eine schwere Zeit durchgemacht in den letzten Wochen. Denn Rauningen wurde attackiert von einer großen Schar von Dämonen von außerhalb. Die haben die Barriere durchbrochen, haben den Brunnen vergiftet und Leute angegriffen. Und es hat sich eine regelrechte Plage entwickelt, es sind mehrere Leute gestorben. Die Dämonen haben die Felder vernichtet, das zu einer Hungersnot geführt hat. Und die Leute haben verzweifelt nach dem Dämoniker in der nächstgrößeren Stadt gerufen, aber bis heute ist kein Dämoniker aufgetaucht. Der Dämoniker Petrock ist eigentlich zuständig dafür, aber er hat auf sich warten lassen und die Dämonenangriffe wurden immer stärker und nur ein Wanderer, der durch das Dorf gekommen ist, hat diese Dämonen zurückschlagen können, hat den Dorfbewohnern Bannrituale beigebracht. Es ist streng verboten, sowas auszuführen, aber er hat es ihnen beigebracht. Die Dorfbewohner haben es angenommen, haben dadurch die Dämonen zurückgeschlagen und jetzt ist es ja schon seit ein paar Nächten deutlich ruhiger. Und ja, wir starten in dieses Abenteuer hinein, in der Nacht der Blutwacht von Taran Schneider, Jorge Fischer, Endris Tannhauser und Anna Tannhauser, wie sie im Ritualkreis in seiner kleinen weiß marmorierten Hütte stehen, in der Mitte ein messingfarbener Ritualstein mit mehreren Einkerbungen und wo man auch verkrustetes Blut noch drin sieht von der letzten Blutwacht. Auf diesem Messing-Ritualstein ist eine große leuchtende Kugel und ja, sie strahlt in einem weißlichen, weiß-bläulichen Licht und pulsiert leicht. Das ist das Zeichen, dass das Ritual noch läuft und dass der Schutzkreis intakt ist. Und ihr steht alle an euren Opferschalen, habt gerade Blut hereingelassen oder auch nicht, oder seid gerade dabei. Und in dem 200-Seelendorf kennt man sich, ihr kennt euch auch untereinander. Aber was macht man sonst so jetzt so an diesem Abend? Da starten wir einfach mal hinein. Ja, Endris hat das Messer, das Ritualmesser, seufzt einmal tief und schneidet sich dann, um das, um die Blutwacht durchzuführen. Guckt dann einmal kurz in die Runde, lächelt seine Frau kurz an und wird dann aber wieder ziemlich schnell ernst, wenn er auf diese pulsierende Kugel guckt. Sei vorsichtig mit dem Messer, Endris. Morgen wieder in den Wald gehst, sollte die Wunde nicht so groß sein. Wenn du da Dreck reinkriegst, haben wir alle ein Problem. Oder wilde Tiere anlockst. Ja. Wer von euch geht normalerweise in den Wald und wie lange schon? Du?
Hervorragend. Wie lang? Keine Ahnung. Ich bin nur der Schneider, aber ich habe mich oft genug gestochen, um zu wissen, dass eine offene Wunde verdammt hässlich ist. Und wir können nicht verschmerzen, dass du mehrere Tage im Bett liegst, weil dein Blut verschmutzt ist. Eine Nähnadel mit einem Messer zu vergleichen, ist mal wieder typisch du. Ja, Moment. Also wer das sagt, der hat sich noch nie wirklich gestochen. Als würde ich nicht nähen. Ja, eine Nähnadel richtig tief im Finger, an der falschen Stelle, das kann mehr schmerzen als alle sieben Höllen zusammen. Fischhaken ist schlimmer wie so komische Nadel. Vor allem, die hat so einen komischen Widerhaken, wenn der rausgeht. Das tut richtig gut. Und vor allem, bei mir danke. So ein großes Stück, wo rausgezogen worden ist. Mitten danke, Jorge. Jorge, danke. Sehr bildhaft. So sehr brauchten wir das gar nicht. Du musstest damit anfangen. Jetzt mach weiter. Ich hab nur gesagt, dass du vorsichtig sein sollst. Bin ich immer. Ich hoffe, den Kindern geht's gut. Auf deine Mutter ist Verlass, das weißt du. Ich mag es trotzdem nicht, von ihnen getrennt zu sein. Nicht nach dem, was passiert ist. Wieso hat man euch überhaupt zusammen eingeteilt zur Blutwacht? Ich meine, Eheleute mit Kindern zusammen einteilen, ist schon ziemlich dämlich, oder? Keine Ahnung. Tja. Der böse Spielleiter. Tja, vielleicht wollten sie einfach mal. Vielleicht ist es auch ein Wink der Göttin, dass sie einfach mal ein paar Geschichten von der Großmutter hören sollen. Auch die russische Einstellung. Dein Vater ist ja auch noch da. Ja, der erzählt noch nicht mehr viel. Leider. Und wenn sind es Spukgeschichten? Die können auch ganz interessant sein. Nicht wie er sie erzählt. Vom Schlafen gehen. Jorge, meinst du nicht, wir hatten hier in den letzten Wochen genug Spukgeschichten? Wir waren mittendrin. Nein, das ist Realität. Eine Geschichte ist nicht passiert, nicht wirklich. Ja. Das ist nicht aktuell. Das dachten sich hier viele. Ja. Dass Geschichten nicht wahr werden können. Legenden und Mythen. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, es passiert aktuell nicht. Ja. Naja, von den Dämonen wussten wir ja schon länger. Sehr viel länger, als wir überhaupt leben. Ja, aber wir hatten bisher immer viel Glück. Und jetzt diese Verwüstung. Naja. Seit dem Krieg damals erwischt es doch jedes Dorf irgendwann, oder? Ich meine, manche haben mehr Glück, manche weniger, aber seit dem großen Krieg tauchen sie doch überall auf. Ja, aber so massiv, also wir kennen doch alle die Geschichten. Ja, wir kennen alle die Geschichten. Es passiert immer wieder, aber so viel auf einmal. Ja. Und von einigen Dörfern im Süden kam schon lange kein Bote mehr, also. Ich hab's euch gesagt. Vielleicht waren wir im Dorf einfach nicht fromm genug. Ihr wisst, so sehen sie an. Mord, Unehrlichkeit, Unzucht. Ich kann euch sagen, die Dörfler hier sind nicht so vorbildlich wie sie. Und das wisst ihr auch. Ich glaube, wir sind besser wie die in den großen Städten. Eben. Aber in den großen Städten haben sie den Orden, in den Städten haben sie den Moniker, die sie auf Spur halten. Wir hier haben keinen eigenen Dämoniker. Wir haben nur noch diesen Kerl, der gefühlt nie vorbeikommt. Wissen wir, ob der überhaupt noch da ist? Oder ist schon weg? Der müsste wieder ein Tourbruch sein, oder? Ja, natürlich. Ich glaube auch nicht, dass er seinen Hintern da jemals rausbewegt hat. Wir haben ihn doch gesehen. Einmal, oder? Zweimal? Ich weiß nicht. Das ist bestimmt selber nur eine Legende, die wir uns eingebildet haben, um sicherer zu fühlen. Jetzt mach mal halblang, Endris. Ist doch wahr. Reicht mal das Messer weiter rum? Ja, dann nimmt Taran es entgegen. Fügt sich tatsächlich auch einen relativ kleinen Schnitt im Finger zu. Und drückt halt das Blut dann da rein. Du
wohl schon ein bisschen mehr Blut geben, sonst bringt es nichts. Ich weiß schon, was ich tue, Jorge. Und er drückt noch ein bisschen. Und ich frage mich auch, ich habe von Dörfern gehört, irgendwo hinter Silberforst, die sind eigentlich nicht mehr als wir, die haben sogar einen Ritter, der gelegentlich vorbeisieht. Also irgendwie... Wie schon gesagt, vielleicht sieht man im Orden auch einfach, dass wir Fehler begangen haben. Wir sollten versuchen, den Kopf unten zu halten und den Gesetzen der Wahrheit zu folgen, so gut wir können. Ja, aber wäre es denn nicht eigentlich besonders in Ihrem Interesse, jemand herzuschicken, der hier für Ordnung sorgt und dann auch ein bisschen, wenn angeblich alle so schlimm sind, wie du sagst, ein bisschen zu gucken, dass die Menschen wieder sich an die Gesetze halten? Ja, das müssen wir doch selbst können, oder nicht? Ich meine, die sind doch alles erwachsene Männer und Frauen. Wir sind doch dem Buben- und Mädchenalter entwachsen. Eigentlich sollten wir uns selber auf Spur bringen können, um dafür zu sorgen, dass diese Dämonen bei uns nichts finden. Franzoni, du weißt es, dass wir uns nichts vorzuwerfen haben, wie wir hier stehen. Ja. Naja, habt ihr aber auch nur, weil eure Eltern euch früh genug verheiratet haben. Ich schön, glaube, dass du da... Glaub mir, wir waren uns nicht gesetzt... Ja? Willst du dich auch bald heiraten? Kommt mir bitte nicht schon wieder damit. Ich habe zu viel zu tun. Ich habe schon genug Arbeit mit der Schneiderei. Wirklich. Mhm. Na, dabei arbeitet hauptsächlich dein Mundwerk und ich nicht deine Hände. Die Kunden reden gerne, während ich ihre Kleidung nähe. Ich meine, manche sehen es sich gerne an, die Leute reden, werden unterhalten, sie erfahren ein bisschen was. Das ist ein guter Schneider. Arbeitet ebenso mit seinen Worten wie mit seiner Nadel. Ich dachte, das wäre ein Barde. Nun, wir haben ja keinen anständigen Baden hier. Irgendwer muss die Lücke doch füllen, oder? Aber der guckt dich an und blinzelt nur. Aber ich hab keine Klampe, aber singen kann ich einen Mann. Barbara sucht auch einen Mann. Da wärst du doch perfekt geeignet. Sie können dir auch beim Schneidern helfen. Oder waschen. Oder uns züchtige Gedanken vertreiben. Hm? Barbara ist eine wunderbare Frau, die einen anderen Mann bestimmt sehr glücklich machen könnte. Aha. Gut, wie hast du mit Eva? Komm schon. Wenn Evas Nase noch ein bisschen breiter ist, könnte man sie in den Schweinestall zum Viehbauer sperren. Das tut mir leid. Ey! Ich glaube nicht, dass mein Vater darüber sehr glücklich wäre. Also, du solltest vielleicht mal selber in den Stall gehen, dann würden dir die Unterschiede durchaus auffallen. Ja. Nicht, dass du die Nase irgendwann so hochträgst wie ein Städter. Ich trage die Nase nicht hoch. Ich habe meine Arbeit, ich habe meine Familie, ich muss mich um meine Mutter und meine Schwester kümmern. Meine Mutter wird auch nicht jünger. Da könnte eine Frau gut helfen. Jorge. Wieso kümmert ihr euch nicht um eure Angelegenheiten? Gibt's nicht noch einen... Ist ja interessant, dass du das gerade sagst. Was soll denn das jetzt heißen? Du altes Waschweib, du weißt genau, was Endres meint. Waschweib? Ich? Du kannst nicht leugnen, wer deine Mutter ist. Das kann ich nicht und das will ich auch nicht, denn Villa ist die beste Wäscherin dieses Dorfes. Aber mich als Waschweib zu bezeichnen, als Tratschtante zu bezeichnen, das ist bösartige Verleumdung. Ich trage nur weiter, was das Dorf wissen muss. Ja, und vielleicht solltest du das manchmal auch nicht so mit vollen Händen tun. Ein bisschen Zurückhaltung würde dir nicht schaden. Vielleicht würdest du dann auch eine Frau finden. Hör auf, Anna. Die ist die schlauste Frau, die es gibt. Das musst du sagen, oder? Und seit wann ist Schlauheit jetzt eine Eigenschaft, die man an Frauen sucht? Wusste ich vorher auch nicht, dass ich sie toll finde. Eines Tages werde ich mir bestimmt ein Weib suchen. Dann werde ich Kinder in die Welt setzen. Ich meine, ich brauche ja auch einen Nachkommen.
Aber jetzt gerade habe ich wirklich anderes zu tun. Oder vielleicht besorge ich mir auch irgendwann einen Lehrling. Du kannst doch beides tun. Ja, kann ich. Aber wenn ich mir eine Frau suche, dann kann ich das schon allein. Deine Schwestern sind ganz, ganz reizend, Jorge. Aber nein. Danke. Was wäre denn mit Marie? Der hat erst kürzlich ihren Mann verloren. Hübsch, nicht so intelligent. Nachdem es eine Eigenschaft ist, die du an Frauen nicht zu schätzen weißt. Das habe ich so nicht gesagt, Anna. Siehst du das? Das ist die Plage eines klugen Weibs. Es nimmt dir die Worte und dreht sie dir im Munde herum. Das meinst du, warum ich der schweigsame Teil bin? Sie spricht für dich mit, nicht wahr? Nein, Anna. Manchmal, vielleicht. Technisch mit den Zähnen. Marie ist eine gute. Sie ist. Ich denke nicht, dass ich ein guter Gatte für Marie sein könnte. Bitte, lasst mich das einfach selbst entscheiden. Ich werde schon ein Weib finden, wenn es an der Zeit ist. Aber ich will es einfach nicht übers Knie brechen. Und am Ende, ich meine, ihr beiden, ihr habt euch gefunden. Und ich meine, diese ganze Maifest-Kiste, ich meine, man hat es von 1000 Meilen gesehen, wie ihr euch anstarrt. Aber es hat ja funktioniert. Ihr seid dann, euer Haushalt floriert, eure Kinder. Ich meine, das mit eurem einen Kleinen tut mir leid. Aber ansonsten geht es euren Kindern gut. Ja, doch. Und wenn ich eines Tages eine Familie gründe, dann soll es genauso sein. Dann soll es eine Frau sein, die ich glücklich sein kann und die mich glücklich machen kann. Und nicht irgendwas, was Knie gebrochen ist. Also bitte, hört auf, euch wie meine Mutter aufzuführen und mich puppeln zu. Der letzte Tropfen Blut rinnt in die Schale und wird von den Rinnsalen quasi aufgesogen. Die Kugel, die eben noch pulsiert hat, fängt an konstant zu strahlen. Ihr wisst intuitiv, das Ritual ist neu aufgeladen. Der Schutzkreis ist aufgeladen. Nun ist es an euch, die Nacht zu durchwandern und aufzupassen, dass im Dorf keine Dämonen umherwandern, die von außen eingedrungen sind. Das war vielleicht ein Maifest damals. Da war sogar noch ein Herold zugegen. Oder er kam durchgereist, meine ich. Eine ganze Abteilung war das damals. Ja, sie waren auf dem Weg nach Turebruch, glaube ich. Und hier endet sein Messer wieder. Ach, was habe ich damals zu den Falkenrittern aufgesehen? Ich wollte unbedingt einer sein. Das wollte doch jeder Junge, oder? Genauso wie jedes Mädchen einen von den Falkenrittern heiraten wollte. Meine Schwestern wollen das nicht. Zu unserer Zeit, als wir so jung waren, da waren die Zeiten auch noch anders. Ja, ich meine, haben deine Schwestern überhaupt mal einen Falkenritter gesehen in Person? Nein. Robin? Siehst du? Du etwa? Als kleiner Junge, ja. Sie war mal in der Gegend. Aber ich erinnere mich kaum noch. Ich erinnere mich noch, wie du davon erzählt hast. Mit leuchtenden Augen bist du angerannt gekommen. Ja. Das sind halt, wie sie aussehen in diesen Rüstungen. Das muss man schon sagen. Das ist ein Anblick, diese Männer. Ja, vor allem im Vergleich zu den blinden Herolden. Ja. Ich frage mich immer noch, wie die den Weg finden, wenn die nichts sehen können. Die Göttin wird ihre Füße leiten. Ja. Die Göttin ist mit ihm. Apropos Füße, wollen wir da mal los? Ja, wer auf den Spuren der Wahrheit wandelt, kann nicht fehltreten, so heißt es doch. Ja. Seht, wie er dann kurz an seine Brusttasche greift, wo er eine Marguerite drin hat, nach der seine verstorbene Tochter benannt war. Da mal so drüber streicht und
dann sich den Bogen greift und erstmal nach draußen tritt. Was habt ihr denn für Vorbereitungen getroffen, um des Nachts gerüstet oder ausgerüstet zu sein, um wandelnden, eindringenden Dämonen entgegentreten zu können? Also Endris hat ja seinen Bogen, habe ich ja gerade schon vernommen. Fackeln für jeden, also jeder eine Fackel. Mhm. Ich habe ein Küchenmesser dabei, in Ermangelung einer anderen Waffe. Nimm Mistgabel. Ich habe Speer dabei, halt so ein Speer zum Fischen. Mhm. Und ich habe einen Schürhaken. Und eine Nadel. Nadeln? Ich habe tatsächlich auch sehr viele Nadeln, immer, ja. Aber es bringt jetzt nicht so viel. Aber beziehungsweise doch, ich habe Nadel und ein bisschen sauberen Stoff, wenn man Wunden verbinden will, weil ich nähe eigentlich nur Kleidung, aber ich kann auch grob eine Wunde schließen. Das heißt, ich habe ein bisschen Schnaps dabei, zumindest zum groben Säubern, ein bisschen Verbandsstoff, bisschen Mull, nicht viel. Ja, und halt Nadel und Faden, wenn es denn halt wirklich mal sein muss. Durchstreift ihr das Dorf zu viert oder teilt ihr euch auf? Oder? Zweiergruppen vielleicht? Würde ich auch vorschlagen. Ja. Gut. Also wir haben ja festgelegte Routen, auf denen wir laufen. Mhm. Und ich würde sagen, wir treffen uns alle, bestimmt ist immer durch das Dorf durch, alle 2 Stunden am Dorfplatz, also am Dorfbrunnen. Mhm. Mhm. Falls irgendwas sein sollte, unterwegs, die Fackel 3-mal schwenken. Wir können ja Holzflöten dabei haben, ganz einfach. Oder das, stimmt. Da habe ich bestimmt geschnitzte Holzflöten dabei, die so einen langen tragenden Ton von sich geben. Weil da wissen auch die anderen im Dorf, wenn sie das hören, dass... Ja. Ein langer, hoher Ton, akute Gefahr, Alarm, ein paar, mehrere kurze Töne, kommt her, leise oder so. Dass, okay. Wenn wir was finden, das will ich gleich... Das ergibt keinen Sinn. Naja, gut, vielleicht nicht leise, aber dass ihr wisst, nicht sofort das ganze Dorf alarmieren. Vielleicht gibt es auch was, das bedeutet, kommt her, aber es ist nicht sofort Alarm fürs ganze Dorf, das meine ich. Wenn, da sollten wir unterscheiden können. Dann ist am besten ein Signalton ist, ich habe was entdeckt, seht euch das mal mit an, 2 ist akute Gefahr. Klingt gut. Eure Wacht verläuft unerwartet ruhig. Die letzten, ja, fast schon Wochen oder, ja, also die letzte Woche, habt ihr von den anderen schon gehört, war es ruhig in der Stadt. So ruhig wie seit Jahren eigentlich nicht mehr auf der Blutwacht. Also die Bürger, von denen ihr den Ritualdolch entgegengenommen habt, als Zeichen der Ablösung, haben euch nichts berichten können. Es ist keiner Dämon aufgetaucht im Dorf. Seit der Wanderer wieder gegangen ist, ist es ruhig und keine Dämonen tauchen auf. Und auch so ist es auch in dieser Nacht. Und ihr durchstreift ein ums andere Mal auf euren Routen das Dorf und trefft euch wahrscheinlich zum letzten Mal auf dem Dorfplatz, auf dem großen Marktplatz. Das Dorf schläft und es ist fast schon eine idyllische Ruhe. Man ist nicht viel draußen in der Nacht, weil, ja, es ist verboten, Geschäfte in der Nacht zu halten, wenn die Sonne nicht scheint. Und auch die Wirtshäuser schließen deswegen sehr früh. Und die Menschen haben sich angewohnt, früh schlafen zu gehen. Deswegen ist es besonders ruhig in den Dörfern in dieser Welt des Nachts. Nun trefft ihr euch das wahrscheinlich zum letzten Mal vor Sonnenaufgang auf dem Marktplatz, tauscht noch einmal aus, ob was ihr gesehen habt oder was ihr nicht gesehen habt, besser. Als plötzlich ein marktdurchdringendes Poltern
und ein angsterfüllter Schrei aus dem Haus des Tuchhändlers Simon dringt. Oh, verdammt. Ich puste in meine Flöte zweimal laut. Wir sind doch alle hier. Ja. Ja, aber ich dachte, das wäre auch fürs ganze Dorf. Naja, zumindest für die, die einen leichten Schlaf haben, kriegen das mit, ja. Ja, und dann würde ich hinlaufen. Mhm. Ja. Haken gezogen. Ja. Jo. Jo. Anna bleibt hinter mir. Ihr stürmt auf das Haus zu. Das Haus ist ja wie alle Häuser hier nicht beleuchtet. Ihr habt Fackeln dabei. Die einfache Holztür blickt euch entgegen. Und ihr hört immer noch dieses Ah, Hilfe! Und Jorgen, du müsst die Tür öffnen, sonst kann ich nicht schießen. Ich würde den Schürhaken nutzen, um die aufzuhebeln. Das ist ja ein bisschen wie ein Brecheisen fast. Mhm. Dann Jorge, halt dich bereit. Ja. Versuchst du die Tür aufzuhebeln, schaffst das auch und hebelst die Tür auf. Das ist ein zweistöckiges Gebäude. Und leuchtet mit der Fackel in die Wohnstube herein, seht die Treppe, die nach oben führt. Hier unten ist nichts. Wie hieß der Simon? Simon hieß er. Simon! Hilfe! Simon! Hilfe! Ja, ich lauf los. Gut. Ihr läuft die Treppe hinauf in das, was wahrscheinlich ein Schlafzimmer sein sollte oder mal war. Und seht Simon blutend und mit den Armen schützend erhoben auf dem Boden am Absatz der Treppe liegen. Wie er mit großen, schreckhaft geweiteten Augen in das Zimmer blickt. Du leuchtest mit der Fackel in das Zimmer und kannst auf den ersten Blick aber nichts erkennen. Und er kriecht so in deine Richtung Treppe. Hilfe, Hilfe! Was ist los, Simon? Ein Dämon! Wie, Dämon? Ich stürm vor. Ja. Ich halte mich etwas hinten bei Anna, halte aber die Augen offen und schaue, ob es zumindest sicher ist, zu Simon zu laufen. Ja, ihr seid halt auf dieser kleinen Treppe. Endris am Absatz der oberen Treppe. Anna wahrscheinlich unten. Taran in der Mitte irgendwo auf der Treppe. Und Jorge an Endris vorbeigestürmt, über Simon hinübergestiegen. Steht mitten im Schlafzimmerraum und durchleuchtet mit seiner Fackel den. Es sind Kisten zertrümmert. Das Bett ist zerrupft. Es fliegen vielleicht noch ein paar Daunenfedern durch die Gegend. Die Kerzen sind zerschmolzen und du leuchtest, aber du siehst auf den ersten Blick keinen Dämon und dann merkst du dieses Gefühl, dass sich in deinem Nacken irgendwie die Härchen, die sich aufstellen, das kräuseln, leuchtest instinktiv hinter dich und siehst, wie sich aus den Schatten deiner Fackel heraus eine Gestalt manifestiert. Groß wie der ganze Raum, geduckt sich haltend müssen, weil es so groß ist, diese Gestalt. Es formt sich aus dem Schatten heraus. Es ist nur Schatten. Du kannst es nicht genau bestimmen. Man sieht kurz die Umrisse. Es ist wie eine Rauchwolke, die sich aus Schatten heraus quält und einen hohen, schrillen Schrei ausstößt. Und du siehst, wie sich aus diesem Dunkel der Materie scharfe Klauen manifestieren. Ein Schatten! Dämon! Er sieht aus wie ein Schatten! Hat ja, der schon mal Kinder? Simon hat keine Kinder, weil du weißt. Ich würde rüber zu Simon hechten, ihn packen und möglichst weit vom Dämon wegziehen, also mich mit ihm möglichst weit vom Dämon wegbegeben. Mhm. Und mir dann, wenn wir so ein bisschen in Deckung sind, vielleicht hinter eine Kiste oder irgendwas, im Licht meiner Fackel seine Wunden ansehen. Ja. Aber ohne den Dämon komplett aus dem Auge zu lassen. Also im Winkel durchaus gucken, was mit dem Dämon ist, aber meine Aufmerksamkeit gilt dem Dämon. Ich will gucken. Der Dämon. Ich helfe dir dabei. Der Dämon schnappt mit seiner übernatürlich großen Klaue über Jorge hinweg und packt Simon. Kurz bevor Taran an Endris vorbeistürmt und sich Taran anschaut, packt ihn an den Beinen, reißt ihn hoch in den Raum und schmettert ihn kurz vor Jorge auf den Boden. Simon!
Also ich versuche den Dämon zu attackieren. Ich auch. Ja. Die Frage ist jetzt, wie attackiert? Also wollt ihr einfach Gewalt ausüben auf den Dämon? Wollt ihr den Dämon schon versuchen, von Simon abzulenken irgendwie, dass er euch angreift, anstatt den Simon? Oder wollt ihr es, ja, versuchen, vielleicht eines der finsteren, unerlaubten Rituale zu benutzen? Also ich würde auf den Arm gehen, wo mit dem Major Simon hebt. Die Gestalt, die sieht aber auch wirklich wie Rauch aus, ne? Ja, es ist wie so eine Mischung aus Rauch und Schatten. Also für Endres wäre in dem Moment, also für ihn schlussfolgert sich das so, dass er damit im Fall vermutlich nichts ausrichten kann. Und wird er im Moment die Augen schließen und dann tatsächlich versuchen, eines der verbotenen Bannrituale durchzuführen. Du weißt aber auch, dass wenn Jorke ihn jetzt angreift, wirst du das Ritual nicht ohne Probleme durchführen können. Du brauchst den Dämon ruhig vor dir. Wenn Jorke ihn jetzt angreift, dann wird vielleicht Jorke mit reingezogen, oder? Jorke, greif ihn nicht an! Warum sonst greift das sonst vor allem nicht der Simon? Ich weiß, was ich tue. Da ist aber nichts Gutes. Tu es nicht! Tu es nicht, Endres! Okay. Wollt ihr ihn davon abhalten? Also ich greife weiter an, ich versuche anzugreifen, auf jeden Fall. Kann man den Simon irgendwie von dem Dämon wegziehen? Den er gerade irgendwie, der liegt halt vor Jorke. Also du könntest das auf jeden Fall nicht. Jorke könnte das vielleicht. Endres vielleicht auch noch. Taran müsste an Endres erstmal vorbei. Ich hoffe ja, dass das Simon loslässt, wenn ich ihn am Arm angreife. Okay. Das ist ja meine Hoffnung dabei. Alles klar. Dann interpretiere ich das jetzt mal. Keine klaren Aktionen für das Spiel, ja. Ja, nein, und ja, und ja, und nein. Genau. Okay, also das Jorge greift an und lenkt den Dämon somit von Simon ab. Taran kann an Endres vorbeilaufen, Simon in Sicherheit ziehen. Und Endres kann das Ritual durchführen. Das Ganze ist natürlich ziemlich kompliziert und verlangt eine komplexe Probe. Einmal auf Geschick, einmal auf Ausstrahlung und einmal auf Geisteskraft. Genau meine schlechtesten Werte. Moment, wer muss was? Ich würde sagen, wir machen da eine Gruppenprobe draus, für die beteiligt sind. Also alle müssen teilnehmen. Und auch wenn zwar, wir verschiedene Dinge tun, also, oder, ja. Ja, okay, lass mal mit mir reden. Also, wir machen mal einmal Geschick für Taran, würde ich sagen, um den da rauszuziehen. Und ich würde sagen, einmal Ausstrahlung für Jorge, weil du den Dämon ablenkst, auch wenn es eine Attacke ist eigentlich, ne, aber du lenkst ihn ab. Und einmal Geisteskraft für Endres, weil, er das Ritual durchführt. Die Geschick geht gegen 8, Ausstrahlung gegen die 6 und Geisteskraft auch gegen die 6. Geschick gegen die 8, okay. So, und das Ganze funktioniert. Ein Würfel, ne? Ja, zwei Würfel. Jetzt klär's gerade mal für die Zuschauer. Wir würfeln einen W6 und leider gibt es in Neskiamos spezielle Würfel. Die 1 ist die 1 ist eine 1, eine 2 und eine 3 sind eine 2. Bitte einer nach dem anderen, damit wir es irgendwie 4 und 5 sind 3 und die 6 ist eine 0. Und unsere Helden addieren ihren Wert in dem jeweiligen Attribut dazu. So, jetzt muss ich hier Roll20 wieder aufmachen. So. Rerion hat gewürfelt eine 2 und die 5 ist eine 3, ist eine 7 plus das, was du in Geschick hast, in Geisteskraft. Ist eine 2. Dann hast du das auf jeden Fall geschafft. Hast du ja schon mit dem Würfelwurf allein schon geschafft. Nein. Oder? Eine 2 und eine 5.
konvertieren zu 2 und 3. Okay, ja, okay. Also eine 5, ja. Also damit sie... 5 plus 2, aber hatte die Probe auf jeden Fall geschafft. So, dann kommen wir zu Rara-Zahl. Der hat eine 2, das ist eine 2 und eine 6 ist 0 plus Geschick. Nee. 3. Doch, Geschick. 3 macht 5. Nicht geschafft. Und die letzte Probe für Quinya. 1 und 2. Das ist eine 3 plus dein Wert in Ausstrahlung. Das wäre eine 5 insgesamt. Auch nicht geschafft. Damit ist die Probe insgesamt, weil 2 Leute fehlgeschlagen sind, nicht geschafft. Okay. Dann schauen wir mal. Erfolg. Yes, und schon geht alles schief. Sag doch, diese Rituale sind nicht gut. Hättet ihr anständige Arbeit geleistet, hätte das geklappt. Ich habe keine gute Ausstrahlung. Das ist interessant, weil die Karte geht davon aus, dass ihr es schafft. Ist so sehr ulkig. Ich sehe schon, wir spielen das System kaputt. Ja, ja. Ja, ich würde halt... Achso, hier, Moment, Misserfolg, okay. Verzweifelt versucht Jorge den Dämon abzulenken, attackiert ihn, schlägt mit seinem Speer oder sticht mit seinem Speer in den Nebel, in dieses Wabern hinein. Und wie Endres schon vermutet hat, hast du kaum Möglichkeiten, etwas... den Dämon richtig zu verletzen. Du lenkst, versuchst ihn abzulenken, aber ja, irgendwie hat er mehr Interesse an dem blutenden, auf dem Boden liegenden Simon. Während Taran versucht, Simon aus den Klauen des Viehs herauszuziehen und auch daran scheitert. Und ja, Endres immer mehr versucht, diese geistige Konzentration aufrechtzuerhalten. Der Nachtkriecher, das ist diese Art von Dämon, ihr kennt den Namen, den er im Machtvolk hat, Nachtkriecher werden sie genannt, lässt nicht von Simon ab, hackt ihn nochmal hoch, schlägt ihn nochmal mit voller Wucht auf das Holz des Bodens. Und als ihr es dann endlich schafft, als Jorge dann endlich den Dämon, nachdem er das zweite Mal den Simon auf den Boden geschlagen hat, zurückdrängen kann und als Taran Simon wegziehen kann, weil der Dämon nun von ihm abgelassen hat, schafft es Endres dann, die Konzentration, den Fokus zu erhalten und das Ritual zu vollstrecken und den Dämon zu paralysieren. Dieses Wabern hört auf, man sieht diese große Gestalt, wie sie gerade nach Jorge greifen will und dann paralysiert da stehen bleibt, kurz bevor er nach deinem Kopf greift, Jorge. Der Schweiß ringt Endres über die Stirn. Ist es jetzt sicher, was? Yes. Wie geht es, Simon? Gewalt paralysiert. Nein, das ist der Dämon. Ich meine Simon. Ich schau nach. Und jetzt würde ich mich zu ihm begeben und schauen, ob er verletzt ist. Also er ist ganz sicher verletzt, wie schlimm es ist, ob er noch lebt. Die kurze Untersuchung, die du an Simon ausführst, zeigt dir, dass Simon den Angriff nicht überlebt hat. Ja, dann lasse ich den Kopf hängen, schüttel ihn dann kurz. Ruhe und Frieden, mein Freund. Verdammt. Endres, was machen wir jetzt mit diesem Ding? Wir bringen es aus dem Dorf raus. Irgendwo weit weg. Wir sind immer auf den Schubkarre laden oder was? Warum nicht? Das haben wir doch mit einem Karren gemacht, oder nicht? Wir haben einen Karren. Den können wir nehmen. Gut. Ich komme mit dir, Anna. Ihr erhaltet übrigens einen Status, den ihr auf eurem Charakterblatt notieren könnt, und zwar den Status Banner. Ich dachte dämlich.
Banner. Mhm. Was das macht, das sage ich gleich, wenn es relevant wird. Alles Schlimmes. Also die Status-Dinger, die sorgen halt dafür, dass man später im Spiel halt bestimmte Boni und Mali bekommt, wenn man wenn die Story sich fortsetzt. Also ich würde mit Anna den Karren hochlaufen einfach. Mhm. Ja, wenn Jorke jetzt diesen paralysierten Dämon irgendwie anfasst oder so, merkst du auch, du kannst ihn bewegen, kannst ihn irgendwie ja geradezu zusammenfalten und kannst also, wenn du gegen den Arm drückst, kannst du den so klein machen. Also wie so eine Wattebausch, die du halt klein drücken kannst. Okay. Wollen wir einen Wunderschaften an die anderen Marken holen? Wie ein Pilzschwamm. Wie Algen fast. Endres steht da noch, schaut sich den Dämon an, schaut dann auf seine Hände, schaut nochmal zu dem Dämon. Der Wanderer hat euch beigebracht, einfach zerstören? Der Wanderer hat euch beigebracht, dass man den Dämon nun an einen Ort des Lebens bringen muss, an eine sprudelnde Quelle, an einen Bach, an einen Baum, eine Blume. Mhm. Wollen wir den Dämon nicht einfach zerstören? Das können wir nicht. Gewalteinwirkung gegen den Dämon führt dazu, dass der Dämon verschwindet. Das ist richtig. Und er wird sich aber dann innerhalb von ein paar Stunden irgendwo anders wieder manifestieren. Und dann müsst ihr ihn wieder suchen. Und dann wird er wahrscheinlich ein neues Opfer haben. Bei uns in der Gegend manifestieren oder weit weg? Wahrscheinlich irgendwo in der Nähe. Wo genau, weißt du nicht. Kann auch sein, dass er ganz weit weg sich manifestiert. Kann aber auch sein, dass er Rache nehmen will und deine Familie angreift. Darum eben verbannen. Aber wieso in einer Blume oder sowas? Das ist doch komplett wieder den Geschöpfen der Göttin. Sie hat die Blumen geschaffen, sie hat die Bäume geschaffen, sie hat die Quellen erschaffen. Warum sollen wir diese mit den Dämonen verunreinigen? Jorge, er hat schon heute jemanden getötet. Ich werde nicht zulassen, dass er noch jemanden umbringt. Es. Dieser Paralysezustand hält übrigens auch nicht besonders lange an, das wisst ihr auch. Entweder bringen wir ihn jetzt weit weg oder wir bringen ihn in irgendeinen Garten. Auf dem Dorfplatz steht eine alte Eiche, die würde reichen. Aus dem Dorf raus. Also Anna und ich würde sagen, holen wirklich einen Karren, während dieses Gespräch stattfindet. Mhm. Ihr müsst euch beeilen. Wir laufen, denke ich mal. Ja, wir können halt wieder zurück mit dem Karren. Wie der genau aussieht, weiß ich nicht. Aber ja, holen den und fahren dann. Wir können den ja so zusammenknautschen. Also wir können ihn... Ja, so ein einfacher Handkarren eben. Für mich kann und so Zeug. Also nichts Besonderes. Wenn ihr aus dem Dorf rausgeht mit dem Dämon, merkt ihr auf der Barriere quasi an der Dorfgrenze, man sieht diese Barriere sonst nicht. Aber jetzt, wo ihr mit diesem paralysierten Dämon mit dem Karren da durchfahrt, blinkt die einmal so kurz auf und zieht sich so ein Schimmern quasi über das Firmament so nach rechts und links weg. Los, lauf schneller. Je weiter wir wegkommen mit dem Ding, desto besser. Und hätten wir das nicht aussehen müssen, als der Dämon gekommen ist, dieses Schimmern? Ja, wahrscheinlich, wenn er reingekommen ist. Ja. Vielleicht an der Stelle, wo er halt durchkam. Und wenn die außer Sichtweite war, dann haben wir es halt nicht wahrgenommen. Dann schimmert ja nicht die ganze Kuppel, das wäre zu einfach. Ja. Und ihr wisst, außerhalb der Barriere werden die Dämonen stärker, das heißt, ihr müsst euch doppelt beeilen. Okay. Ja, ich schlage vor, wir laufen noch eine schnelle Runde und dann müssen wir den Dorfschulz informieren. Lass dir den Dämon jetzt einfach da in dem, irgendwo legt ihr den irgendwo hin und geht zurück, oder was macht ihr mit dem? Erstmal ich würde sagen, wir legen ihn auf sein Bett. Nee, das ist der Simon. Ich meine, was macht ihr mit dem Dämon? Achso, Entschuldigung. Wir haben den Dämon jetzt rausgebracht in einem Karren, weil der an den Ort des Lebens muss. Und ja.
Also macht ihr das mit dem, an dem Ort, also welchen Ort sucht ihr euch denn da? Eine große Eiche? Ich will zerstören. Ich will zerstören. Ich auch, aber jetzt haben wir schon damit angefangen. Er hat ihn schon gebannt. Wenn wir Glück haben, wird er irgendwo wieder geboren, wo die Ritter sind. Und dann ist das nicht unser Problem. Wenn ihr Pech habt, spawnt er bei deinen Schwestern im Schlafzimmer. Nein, die sind drinnen. Ja, in der Kuppel. Oder kommt rein. Ich glaube, so läuft das nicht. Mir gefällt das auch nicht. Aber jetzt haben wir schon angefangen damit. Wir finden sicher irgendwo ein nettes Fleckchen, wo irgendwie, mehrere Blumen zusammenstehen oder sowas. Und da. Das ist so falsch. Das ist alles so falsch. Ja. Ladet den Dämon. Es ist falsch, aber was sollen wir denn jetzt tun? Ja. Ladet den Dämon auf dieser Blumenwiese ab. Ja. Und quasi da rein. Und seht, wie die Gestalt, dieser Rauch, dieser zusammengeknautschte Rauch, sich in die Erde reinzieht. Und dann in der Erde aufgeht und ihr seht diese Fratze von dieser Dämonengestalt irgendwie in dem, im Gras euch noch angucken. Also wenn ein Wanderer könnte sagen, es ist zufällig das Gras so komisch gewachsen, aber ihr wisst es besser. Endres ist übrigens auffallend, also noch stiller, als er sonst eigentlich ist. Das sollte so nicht sein. Jetzt ist es so, lasst uns zurückgehen, die Sonne geht bald auf. Ja. Wir können Simon nicht einfach so liegen lassen. Nein, das stimmt. Ja. Ihr kümmert euch um Simon, holt vielleicht noch aus dem Dorf irgendwie Hilfe. Wir müssen auf jeden Fall den Dorfschulzen informieren, also den Dorfvorsteher und den, weiß nicht, ob wir einen direkten Leichenbestatter haben. Ja, normalerweise macht das der Schreiner des Dorfes mit dem Beerdigung. Ja, genau. Ja. Ich verstehe nicht, wie das passieren konnte. Wir sind doch Patrouille gegangen. Eigentlich hätten wir es doch mitbekommen müssen, wo er reingekommen ist. Deswegen habe ich euch ja gefragt, ob ihr nichts gesehen habt. Vielleicht war es doch nicht genügend Blut. Oder er ist reingekommen, als ihr noch gezögert habt mit dem Blut. Oder irgendjemand hat eine große Sünde im Dorf begangen. Gerade vielleicht heute Nacht. Simon. Was gibt es denn für Gerüchte, Taran, über Simon? Simon war einsam. Keine Kinder, seine Frau ist tot gewesen, aber... Ich meine... Ihr wisst, was man sich über einsame Männer erzählt. Nein. Jorge, bist du wirklich so naiv oder tust du gerade nur so? Ich bin auch einsam. Ich bin auch ein Mann, wo keine Frau hat, also... Ich weiß nicht, was sie machen. Deshalb sollt ihr beide ja dringend heiraten. Ich werde das Wort mit O nicht sagen. Ohnmächtig werden? Onani! Jorge! Das sind mir die Fischer. Schön. Ja. Ja, ihr kriegt noch Hilfe, um den Leichnam zu beseitigen. Also ein paar Waschweiber kommen an und kümmern sich darum, dass der Körper gewaschen wird und aufgebahrt wird. Das ist wahrscheinlich meine jüngste Schwester auch da drunter, unter den Wäscherinnen. Wahrscheinlich. Ich wüsste sonst nichts über ihn. Er war ein anständiger Kerl, wie schon gesagt, er war einsam. Vielleicht hat ihn das zu einer Tat der Schwäche angeleitet. Aber ein Nachtschreiter? Das ist ja nicht ein Irrwicht oder so etwas. Ja, die sind bekannt ist eine dafür, hohe dass Sünde. Sie sich nachts halt aber in Häuser können, schleichen und. Also sie können doch nicht im Dorf drin auftauchen, einfach so. Dafür haben wir ja unsere Blutwacht ab als. Nein. Aber Endres, Unzucht ist eine hohe Sünde.
Ja, eine der schlimmsten. Und wenn wir die Blutwacht noch weiter verstärken müssen, dann müssen wir uns als nächstes Gliedmaßen abtrennen. Ja, ihr unterhaltet euch noch den Rest eurer Wacht. Die Wacht geht nicht nur bis zum Sonnenaufgang, sondern bis zum Mittag des nächsten Tages, bis die Ablösung dann kommt. Natürlich habt ihr den Dorfvorsteher, der heißt Erik, habt ihr natürlich informiert über die Vorkommnisse. Er hat euch aber dann gedrängt, schnell nochmal weitere Rundgänge zu machen. Vielleicht war das nicht der einzige. Und so seid ihr bis zum Mittag schon beschäftigt, irgendwelche Spuren irgendwie zu suchen, wo das Ding reingekommen ist, ob es vielleicht eine Schwachstelle in der Barriere gibt oder so. Mhm. Ich vermeide es, mit Gras meinem Mann zu reden. Mhm. Verdorrtes Gras vielleicht, man weiß es ja nicht genau, ob irgendwo vielleicht so ein Flecken ist, wo er vielleicht draufgetreten hat. Ja, richtige Spuren allerdings würdet ihr nicht finden. Und als dann eure Ablösung am nächsten Mittag erscheint, müsst ihr nur noch eine Sache machen, denn ihr müsst noch einen vollständigen Bericht beim Dorfvorsteher abgeben. So ist es üblich. Der Bericht wird mündlich überliefert. Und als ihr um die Ecke biegt, Richtung Eriks Haus lauft, seht ihr eine große, prunkvolle Kutsche vor dem Haus. Mit den Insignien der Hüter der Wahrheit. Ach du Scheiße. Kam jetzt doch endlich mal jemand? Großartig. Endres bleibt wie angewurzelt stehen. Ja, Taran auch. Oh nein. Kein Wort über das, was Endres getan hat. Oder er bekommt es mit mir zu tun. Natürlich nicht, ich bin doch nicht verrückt. Wir haben ja quasi mitgeholfen. Gut. Ihr hört einen Streit durch das Fenster im Haus. Oh oh. Lass uns lauschen gehen. Erik scheint sich mit jemandem zu streiten. Macht euch nicht lächerlich, Petrock. Wir haben wochenlang um Hilfe gebeten. Ihr habt nichts unternommen. Und nun, da ihr endlich unser Dorf besucht, behauptet ihr, wir seien allesamt mit den Dämonen im Bunde, anstatt uns zu helfen. Das ist ja ein toller Zeitpunkt. Können wir bitte noch irgendwie eine Runde durchs Dorf laufen? Ich glaube, wenn ich den... Ich wäre dafür. Jetzt begegne, dann vergesse ich mich. Ihr hört eine wesentlich leisere und unaufgeregtere Stimme. Ich will wissen, wie das weitergeht, Anna. Und doch scheint es mir, als bräuchtet ihr meine Hilfe gar nicht mehr. Dem Dorf scheint es ja prächtig zu gehen. Wo sind denn all diese Dämonen hin, die ich vertreiben sollte, hä? Sieht ganz so aus, als wäre an den Gerüchten über unerlaubte Praktierereien etwas Wahres dran. Erik, ich frage dich noch einmal. Werden in eurem Dorf Bannrituale von Nicht-Dämonikern durchgeführt? Und Erik antwortet wieder mit lauter und empörter Stimme. Natürlich nicht! Dann hätten sich unsere Lage doch wohl kaum verbessert. Ich vermute, die Dämonen sind einfach müde geworden und sind weitergezogen. Erklärt ihr es mir, ihr seid doch der Fachmann. Und die andere Stimme. Pah! Ihr werdet schon sehen. Sollte sich herausstellen, dass sich hier in Rauningen gegen die Gesetze der Wahrheit gehandelt wird, dann werde ich alle ächten lassen. Und mit diesen Worten öffnet sich die große Tür und der etwas dickliche Mann mit weißem, prunkvollen Gewändern tritt heraus und erblickt euch. Ich würde mich tief vor ihm verneigen, damit ich einen Grund habe, auf den Boden zu gucken und ihn nicht angucken muss. Taran senkt auch den Blick und weicht seinen Blick ganz, ganz, ja, ganz klar aus. Endres verbeugt sich tief. Allerdings könnt ihr sehen, wie sich seine linke Faust sich richtig, richtig verkrampft hat. Mhm. Dass die Knöchel schon fast weiß hervortreten. Taran wird nicht wütend, aber Taran wird unfassbar nervös. Der zittert. Also ich schaue auf meine geballte Faust und überlege mir, soll ich in meine reinhauen? Aber war es dann doch nicht. Er stapft zu euch herüber. Seid ihr diejenigen, die die Blutwacht gemacht haben? Ja, mein Herr. Ja, Herr.
Ja. Ich schüttle stumm den Kopf und senke weiter den Blick. Dann müsst ihr die ehrenwerten Bürger dieses Dorfes sein, wenn ihr schon ausgewählt wurdet. Ehrenwerte Bürger sprechen stets die Wahrheit, ist es so? Natürlich, selbstverständlich. Ja. Wie die Göttin befiehlt, Herr. Dann sagt mir, was geht in diesem Dorf vor? Werden hier illegale Bannrituale abgehalten? Also, wo soll ich da anfangen? Da, wo wir nach euch geschickt haben, weil wir von Dämonen überrannt wurden und meine Mutter deswegen gestorben ist? Oder... Wo sind all diese Dämonen hin, die die Leute angeblich getötet haben, junger Mann? Die sind weg. Vielleicht sind sie weg, keine Ahnung, weil wir einen hohen Preis schon bezahlt haben. Vielleicht war es denn langweilig, uns abzuschlachten? Vielleicht war es wirklich genug Blut, das wir vergossen haben, Herr, und sie sind gesättigt weitergezogen. Also, der Kiefer spannt sich die ganze Zeit. Mhm. Ich würde nach der Hand von meinem angreifen. Ihr kennt euch doch mit den Dämonen besser aus wie wir. Also ich kann sagen, wie es bei uns Fischern ist. Wenn ein Fischgrund fast zu Neige geht, suchen wir uns einen neuen. Welches bei den Dämonen genauso? Das Wild zieht auch weiter, wenn es nicht mehr genügend zu fressen findet. Ist das so? Das ist Bauernschleuer. Was macht euch zu Experten im Verhalten von Dämonen? Ich habe gesagt, es seid ihr. Ich sag, was wir Fischer machen, damit wir noch später genug zu essen haben bei den Fischen. Oder dass wir noch genug Fische fischen können. Herr, wir maßen uns nicht an, zu ergründen wollen, wie Dämonen vorgehen. Es ist verbotenes Wissen und wir sind auch nicht klug genug. Wir sind einfache Leute. Ich werde dieser Sache auf den Grund gehen. Und wehe euch, wenn ich herausfinden sollte, dass ihr mich angelogen habt. Und dann wendet er sich ab und steigt in die Kutsche. Warum kommt ihr erst jetzt zu uns? Keine Antwort. Also wenn er ein paar Schritte gegangen ist, gehe ich schnell zu den Tannhausers und flüster ihnen ins Ohr. Sollen wir ihnen nicht sagen, dass heute einer da war? Nicht das mit dem Bannen, aber wir können sagen, wir hätten ihn getötet. Wir können sagen, wir hätten einen getötet. Wir brauchen Hilfe. Lass ihn ziehen. Sollte der die Wiese sehen, dann weiß er, dass wir gelogen haben. Ach, denkst du, der schaut sich die überhaupt ernsthaft an? Wer soll das wissen? Dieser aufgeblasene Schnösel, der verbreitet die ganze Zeit nur heiße Luft. Ich glaube, das ist die Wiese keines Blickes würdig. Das bedeutet aber, wenn er rumfragt und wir ihn gefunden haben. Die Kutsche setzt sich jetzt in Gang. Er fährt jetzt wieder. Er wird nicht hier im Dorf bleiben. Weißt du, wie sie seine Hand um deine Hand verkrampft? Wir schaffen das. Wir müssen mit Eric reden. Er wird wissen, was zu tun ist. Sicherlich. Das ist ja der Grund für unseren Besuch hier. Ja. Ja. Kommt mit. Und ich, meine Körpersprache wird wieder selbstsicherer. Ich heb wieder in den Kopf. Er hört auch wieder auf zu zittern. Atme tief durch und dann würde ich vorgehen zu Eric. Also quasi jetzt an die Tür gehen und klopfen. Ja. Dir wird die Tür aufgemacht und Eric steht vor dir. Ah, Taran. Jorge, Endris, Anna. Kommt rein. Schaut so nach außen, wo die Kutsche ist. Er ist weg. Gut. Dieser sture Bock. Warum kam er jetzt erst? Hat er da was gesagt? Er hat irgendwas davon geredet, dass er beschäftigt war und dass es noch andere Dörfer gibt, um die er sich kümmern muss. Irgendwelche Ausreden. Wir sind eben nicht bedeutsam genug. Die Städte sollen erhalten werden, die Dörfer gehen zugrunde. Ja, und wer füttert die Städter? Die Landwirte hier draußen auf den Dörfern. Hast du dem seinen Bauch gesehen? Ja, habe ich.
Horon muss ja ganz auch gegen die üben. Wahrheit. Das ist auch gegen die Gesetze der Wahrheit. So Tollerei. Ja. Erik. Erik, wir brauchen Hilfe. Wir müssen das Unternehmen, Lass uns erstmal reingehen und die Türe zu machen. Ja. Ja. Bitte? Wie hieß der Opfer nochmal? Das Opfer hieß Simon. Simon. Ja, ja, weil wenn wir drinnen sind, würde ich Erik anschauen. Erik, Simon ist tot. Ein Dämon hat es in sein Heim geschafft und wir waren zu spät. Ein Nachtschreiter. Ja. Innerhalb des Dorfes. Das habt ihr ja schon vermutet gestern Nacht. Es darf nicht wieder losgehen. Du hast doch gesagt, es hört jetzt auf, Endris. Du hast doch gesagt, wenn wir diesem Kerl zuhören, diese Rituale lernen, lassen sie uns in Ruhe. Und jetzt? Das ist der. Aber einige Zeit Ruhe, vergiss das bitte nicht. Das ist der erste seit. Den da haben Sie recht. Er knirscht mit den Kiefern. Aber ohne Grund kommen die nicht. Was meinst du dazu, Erik? Ich muss sagen, ihr habt gut gehandelt. Ihr habt das gemacht, was in eurer Macht stand. Wir hätten ihn noch einfach vernichten können und hoffen, dass er woanders auftaucht. Das haben wir schon so oft vorher gemacht. Weißt du noch, bevor der Wanderer kam, wie oft wir die Dämonen geschlagen und verbannt haben? Und dann haben sie den Brunnen vergiftet und dann sind die, zum Beispiel ist das Kind von Endris und Anna gestorben daran. Du musst dich daran erinnern. Diese Dämonen vergessen nicht, wer sie getötet hat. Kommen wieder und suchen diejenigen, die dafür verantwortlich waren und nehmen üble Rache. Nein, ihr habt gut gehandelt. Aber wollen wir dafür die Natur zerstören, die uns die Göttin geschenkt hat? Keine Natur wird zerstört. Wir müssen es irgendwie schaffen, dass wir richtige Hilfe bekommen. Dauerhaft. Vielleicht. Ich stimme zu. Damit Leute nicht ihre eigene Familie in Gefahr bringen müssen. Dieser Petrock ist einfach zu stur und zu engstirnig. Er erkennt nicht, in welcher Notlage wir sind. Wir müssen ihn übergehen. Wir müssen direkt mit den Zwölfen sprechen. Mit dem Zirkel der Zwölf. Wie sollen wir das anstellen? Da kommt doch keiner hin. So einfach werden wir wohl keine Audienz bekommen. Wir müssen es versuchen. Es wären zwei Möglichkeiten. Mein Bruder erzählte davon, dass alle Nachrichten an den Zirkel der Zwölf durch die Adjutoren verfasst und von den Herolden zum Zirkel hingebracht werden. Und daher muss man entweder einen Adjutoren dazu bringen, dass er einen Bericht über das schreibt, was uns hier widerfährt, oder man muss versuchen, die Herolde dazu zu bewegen, einen Bericht ohne direkte Anweisung eines Adjutors zu überbringen. Beide Wege wären, ich gebe es zu, nicht unbedingt einfach. Die Herolde sind sehr pflichtbewusst und werden vermutlich schwer zu überzeugen sein, aber die Adjutoren sind eher bürokratisch und langsam. Adjutoren übernehmen den Dienst für die Hüter der Wahrheit, alle notwendigen Verwaltungsaufgaben, wisst ihr.
offizielle Belange ausfüllen, Formulare. Wahrscheinlich kommt man leichter an sie heran, aber das wird dauern. Ich wäre ja für einen direkten Weg mit den Herolden. Weil wir haben ja gesehen, wie lange es dauert, bis jemand kommt, wenn wir Nachricht schicken. Moment. Ich habe nicht ganz verstanden, was ist die zweite Möglichkeit? Die eine wäre, zu den Adjutoren zu gehen, die Herolde befehligen. Und genau. Weil zu den Herolden nur direkt können wir, glaube ich, nicht gehen. Es gibt in Jorge. Falkenberg eine Taverne, wo Herolde verkehren. Und vielleicht müssen wir damit nicht aber auch wieder gegen Gesetze. Was haben wir für eine Wahl, wenn Petrok seinen Bericht über unsere Machenschaften hier, er ist so fest davon überzeugt, dass wir Paktierer sind, wenn er seinen Bericht an den Zirkel der Zwölf gibt, dann haben wir bald Besuch von den Rittern. Und zwar keinen guten, wie damals beim Maifest. Ja, aber was ist die Alternative? Leute, wir kommen ihm zuvor. Auch wenn wir Bescheid sagen, kommen Leute hierher. Und ich meine, er hat recht. Wir haben diese Rituale durchgeführt. Erst heute Nacht noch. Aber nur aus Not. Das kann nicht im Sinne der Göttin sein. Hätten wir nicht noch eine dritte Option, die zwar komplett verboten ist, aber wenn wir direkt einem Herold folgen zum Zirkel der Zwölf? Ich denke mal, er wird nicht eingelassen. Da lässt uns doch keiner rein. Es kann nicht wirklich gegen die Gesetze sein, mit einem Herold zu sprechen, oder? Nein, ich meine, also könnten wir das zumindest versuchen, auch wenn es mir nicht gefällt, die hierher zu holen. Lieber ein Herold als ewig mit einem Adjutoren reden, oder? Sehe ich auch so. Vielleicht gibt man dem Bier aus und erklärt ihm, was Sache ist. Du bist gut mit Worten, Harald. Du bist gut mit Worten. Das ist richtig. So viele wie er ausspricht, muss alles sein. Wir können es versuchen. Ich verspreche mir davon zumindest mehr als von den Adjutoren. Ich habe einmal, ein Freund von mir hatte mal mit denen zu tun. Und hat erzählt, bis die irgendwas durchbringen, dauert es ewig. Ach wirklich? Endres schaut sich mal so um. Hey! Ja. Jetzt scheint der Bericht durchgekommen zu sein. Nach was? Einem halben Jahr? Effektive Arbeit. Aber Erik, eins... Wenn wir es schaffen, eine Nachricht durchzukriegen und wir rufen die Leute hierher, wir bekommen einen Dämoniker, alles drum und dran. Wenn wir erfolgreich sind, dann bedeutet das, dass all diese Rituale, das, was hier getan wurde, das muss aufhören. Wir haben gesündigt und es darf keine Sünde mehr übrig sein in diesem Dorf. Denn wenn die Dämoniker kommen, wenn die hohen Geistlichen kommen, werden sie es sehen, sie werden es spüren, was wir getan haben, wenn wir nicht sofort aufhören damit, mit allem. Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir damit aufhören können, sobald wir Hilfe bekommen. So sehe ich das auch. Dann werden wir natürlich sofort aufhören. Mir gefällt es auch nicht. Ich meine nicht nur die Rituale. Endos hat es selbst schon gesagt. Vielleicht hat es den Dämon angelockt. Offensichtlich hat sündiges Verhalten ihn hergeholt. Dieses Dorf ist nicht rein. Oder was willst du denn machen? Sollen wir uns alle gegenseitig bespitzeln? Was wäre das für eine Gesellschaft? Das Kind von Endres und Anna war auch keine Sünderin. Und trotzdem ist sie an dem vergifteten Brunnen gestorben. Verzeihung, das habe ich nicht gemeint. Was macht dich so sicher, dass Simon gesündigt hat und angegriffen wurde? Was sagt und warum? Es kann auch sein, dass die Dämonen völlig willkürlich Leute angreifen, nur weil es ihnen Spaß macht. Und das, was wir die letzten Wochen gesehen haben, lässt mich nicht... Wir sind nicht so schlechte Leute, Taran, dass wir das verdienen, was sie mit uns angestellt haben. Selbst du
kannst nicht so schlecht über uns alle denken. Nein, ich denke nicht schlecht über euch. Aber wir können nicht in die Herzen aller gucken. Wie mein Vater früher zu sagen pflegte, du kannst den Menschen nur vor den Kopf sehen, nicht in den Kopf. Wir können, Erik, du kannst noch mal eine Versammlung einberufen. Und noch mal darauf hinweisen, dass die Gesetze dringend einzuhalten sind. Das werde ich tun. Vielleicht haben wir Glück im Unglück und irgendjemand verhält sich auffällig oder bleibt von der Versammlung fern und ist nicht krank. Vielleicht können wir es als im Namen von Simon machen. Als Gedenkfeier. Ja. Das ist eine gute Idee. Und betet für uns, betet für all unsere... Lasst uns einfach da auch gemeinsam beten. Ja. Vielleicht fällt jemand wirklich auf durch seltsames Verhalten oder unerklärliches Fernbleiben. Dennoch müssen wir zu den Zwölfen vordringen. Ja. Das können wir auch danach noch. Je mehr Zeit wir verlieren, desto mehr Vorsprung gewinnt Petrock. Was meinst du, Jorge? Das können wir auch nach der Feier noch machen, nach der Gedenkfeier machen. Uns um einen Herold kümmern. Ich denke, wir sollten uns beeilen. Die Frage ist es nicht auffällig, wenn wir vier, die wir ja die Blutwacht bestritten haben, auf einmal aus dem Dorf verschwinden? Und von so einer Feier fernbleiben? Niemand wird es in Frage stellen, wenn ich sage, dass ich euch geschickt habe. Der Dämoniker ist ja weg. Ich werde meine Mitbewohner, ich werde meine Freunde, meine Schwestern, meine Brüder nicht anlügen und nicht sagen, ich werde ehrlich mit ihnen sein und sagen, dass wir direkt zu den Zwölfen sprechen wollen und dass wir uns über den Petrock beschweren wollen und dass wir einen anderen Dämoniker haben wollen. Wo ist denn diese Taverne, Erik? Ich müsste irgendwo eine Beschreibung haben. Wartet mal. Geht wieder rein, kramt in so ein paar Schriften herum und reicht dir dann so eine Karte. Wir müssen aber auf jeden Fall noch mal nach Hause. Ja, eure Kinder. Oh. Wer weiß, ob wir sie wiedersehen. Ich kann euch anbieten, dass ich mich um sie kümmere, während ihr weg seid. Ich und meine Frau haben noch genug freien Platz hier im Raum, im Haus. Da müsst ihr ein eigenes Zimmer bekommen. Ihr müsstet auch Endres Vater mit zu euch nehmen. Ich denke, das schaffen wir auch. Ansonsten kann dein Vater zu meiner Mutter, Endres. Sie hat heute nicht so viel zu tun, soweit ich weiß. Und wir haben auch auf jeden Fall auch noch einen Platz in unserer Feuerstelle für ihn. Falls das zu viel wird für dich, Erik, dann teilen wir uns das. Wir fragen ihn, ob er lieber bei den Kindern sein möchte, oder? Ich würde mal die Karte ausrollen, damit wir uns das mal ansehen können, wie weit es überhaupt weg ist, wie viele Tagesreisen und so. Nach Falkenberg. Moment, ich muss selber mal auf die Karte gucken, wie weit das wirklich weg ist. Also das ist nicht das nächste Dorf. Das nächste Dorf ist ja Turebroch. Es sind ungefähr 2 bis 3 Tagesreisen bis Falkenberg. Eine bis nach Turebroch. In Turebroch waren die Adjutoren, oder wie war das? In Turebroch ist der Petrock stationiert. Ach so, okay. Und in Falkenberg ist halt diese große Kathedrale, wo auch der Zirkel der Zwölf ist und so. Wo in? In Falkenberg. Also die Stadt ist benannt nach dem Berg, wo der, wo dieser Heilige damals die Gesetze der Wahrheit bekommen hat. Von der Göttin selbst. Und da haben sie halt diesen großen Tempel drauf gebaut, wo die 12 höchsten Dämoniker jetzt residieren. Dann
Dann würde ich sagen, wir klären unsere Angelegenheiten. Indris, Jorge, Anne. Packen genug Proviant ein. Dann wollt ihr jetzt zu den Herolden, ja? Also in die Taverne. Ja, welche Tageszeit hatten wir jetzt? Mittags rum. Mittags, genau. Brechen dann morgen früh auf, oder? Ich würde auch sagen, in der Nacht sollten wir nicht reisen. Nein. Und ich würde gern meine Kinder noch ein bisschen sehen und auch noch mal schlafen. Ja. Ich kümmere mich dann um die Versammlung und um die Trauerfeier. Die kann man doch heute Abend noch abhalten, bevor es dunkel wird. Ja, ja. Stimmt, ja. Gute Idee, Jorge. Ja, dann nehmt ihr noch teil an der Trauerfeier. Regelt eure persönlichen Dinge noch. Also, Indris würde zu Hause, bevor er seine Kinder in den Arm nimmt, sich erstmal extrem die Hände schrubben. Mhm. Immerhin hast und du auf die Standpauke einen Dämon gebannt. Ja. Und auf die Standpauke warten. Eisiges Schweigen. Oh, ich fange an zu packen. Ich drücke die Kinder erstmal und dann fange ich an zu packen. So macht ihr euch am nächsten Tag auf den Weg und nach 3 Tagen Wanderschaft erreicht ihr tatsächlich die Hauptstadt des Reiches, Falkenberg. Und euer Weg führt euch genau nach der Karte, die Taran bekommen hat, zum Gasthaus zum Goldenen Falken. Das soll die Stammtaverne der Herolde sein. Ihr tretet in die Stube ein, fast menschenleer ist sie. Dennoch geht von einem einzigen besetzten Tisch in der Mitte des Raums lautes Gelächter aus. 3 Männer und 2 Frauen sitzen dort. Sie alle tragen prunkvolle Kleidung. So viele Verzierungen und so kostbare Stoffe habt ihr noch nie gesehen. Höchstens bei dem Dämoniker. Sie haben Kapuzen und sie tragen sogar Mäntel. Und die Kapuzen sind tief in das Gesicht gezogen. Der Wirt, ein bärtiger, mittelalter Mann, trocknet, wie es so ein Wirt halt tut in einer Fantasy-Taverne, mit seiner Schürze gerade ein paar Gläser. Einer der Kapuzengestalten tritt hoch, steht auf, geht herüber zum Tresen und bedient sich einfach selber am Fass. Der Wirt blickt ihn empört an, sagt aber dann nichts. Blickt auffallend stumm auf den Boden. Dann schweift sein Blick nervös zwischen den lachenden Gästen an und einer Türe in der Ecke der Schankstube hin und her. Und als ihr den Raum betretet, verstummen die Gespräche. Tretet näher, Freunde, Fremde, sagt einer der Kapuzengestalten. Vielen Dank, hohe Herrschaften. Es ist schön, so ein warmes Willkommen hier zu erfahren. Ich grüße euch. Ja, du trittst an die Kapuzengestalt heran, die jetzt die Kapuze zurückschlägt und du blickst in weiß Augen. Ist eine Frau mit goldem, mit gelocktem Haar, goldbraunes Haar. Und die Augen sind milchig weiß. Und sie blickt dich aber an, als würde sie dich sehen. Ja. Ich senke den Blick, schaue ihr nicht in die Augen. Bin aber sehr höflich und verneige mich. Hohe Dame, es ist eine Ehre, euch hier anzutreffen. Wir sind gerade erst in der Stadt angekommen. Jetzt habe ich doch gerade den Namen meines Dorfs vergessen. Rauningen. Rauningen. Wir kommen aus Rauningen, 3 Tagesreisen von hier. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Sagt mir irgendwas. Nichts Besonderes. Wir sind nur 4 einfache Bürger.
Mein Name ist Haran, Sohn des Schneiders. Das ist Jorge Fischer und das sind Endres und Anna Tannhauser. Tretet vor, Freunde. Guten Tag. Tag. Hallo. Und was führt euch in die reiche Hauptstadt? Ja, wir hatten gehofft, darüber mit euch reden zu können, um ehrlich zu sein. Was haltet ihr davon, wenn wir euch eine Runde ausgeben, euch allen? Und, vielleicht wir haben habt genug zu trinken, danke. Oh, gut. Außerdem, vielleicht... der Kopf neigt und senkt sich so ein bisschen. Ihr klingt nicht, als hättet ihr sonderlich viel Geld. Nun, das ist wohl wahr. Aber für die Herolde der Zwölf wäre uns das auf jeden Fall was wert. Wir würden wirklich gerne mit euch reden, wenn ihr einen Moment hättet. Oh, das wollen viele. Wir sind aber gerade in einem wichtigen, wichtigen Gespräch und ihr würdet wohl verstehen, wenn wir, dann wisst ihr, wir können nicht alles besprechen, wenn Bauern zuhören. Oh, keiner von uns hier ist Bauer. Ich war kein Bauer. Ihr wisst, was ich meine. Jorge hat's gesagt. Sie greift so in ihre Manteltasche und holt so ein paar Münzen heraus. Hier, ihr könnt draußen warten. Was gut. Soll das? Wir wollen keine Almosen, Urdame, auch wenn ich natürlich dankbar bin. Wir brauchen wirklich nur ein paar Momente eurer Zeit. Wir sind nicht irgendwelche Dörfler. Wir sind beauftragt von unserem Dorfvorsteher. Ist das vertrauenswürdige so? Bürger. Jawohl, wir sind auserwählt worden, um über das Dorf zu wachen und es ist wirklich wichtig. Nicht wahr, Anna, Jorge, Endres? Was ist denn diese wichtige Botschaft, die ihr habt? Unser Dorf ist in großer Gefahr. Und unser Dämoniker, der uns zugeordnet wurde, da wir keinen eigenen haben, ist schon länger nicht mehr für uns da, wenn wir ihn brauchen. Eigentlich war er es nie. Wir sind in großer Not. Erst diese Nacht ist wieder jemand gestorben, ein hochangesehenes Mitglied des Dorfs. Und der Dämoniker war wochenlang nicht da. Wir brauchen eine Audienz bei den Zwölf. Wir brauchen Hilfe. Wir sehen uns in Angriffen schutzlos ausgeliefert. Und selbst wenn wir sie vernichten, tauchen sie ja wieder auf. Ihr vernichtet sie. Nun, man kann ja gegen sie kämpfen. Ja. Man kann sie erschlagen. Sie sind nicht auf, tauchen ein paar Tage später wieder auf, wenn überhaupt. So spät. Glaubt nicht, dass das aus Spaß passiert ist. Es ging um unser Leben. Ja, wir kämpfen gegen sie, wie wir können, aber nur mit Mistgabe und Pfeil und Bogen richtet man nicht viel aus. Die Dämoniker sind ja die Einzigen, die was können. Und das bleibt uns verwehrt schon seit langem. Nicht wahr, Enris? Ja, viel zu lange. Also für solche richtig. Sachen ist der Hochdämoniker Adam zuständig. Aber ich glaube kaum, dass er eine Gruppe wie euch empfangen wird. Und warum nicht? Hat es schon mal jemand versucht? Tut euch keinen Zwang an. Wo können wir ihn denn finden? Könnt gerne versuchen, in die Hohe Burg zu kommen. Hohe Dame, wir wissen, dass man erst eine Audienz braucht. Deswegen sind wir ja bei euch. Wir hoffen, dass unser Wort gehört wird, wenn ihr es überbringt. Vielleicht erhören wir euer Wort, wenn ihr uns endlich in Ruhe unsere Geschäfte erledigen lasst. Können wir vielleicht noch irgendwas für euch tun? Nein. Wir würden alles dafür tun, dass es passieren kann. Ihr könnt uns in Ruhe lassen.
Also ich gehe jetzt schon mal aus der Kneipe wieder raus. Wenn die in Ruhe gelassen werden wollen, uns vielleicht helfen. Ich ziehe die anderen beiden auch am Ärmel mit nach draußen. Also, als du Endres am Ärmel ziehst, siehst du, wie sie schon wieder seine Hand verkrampft. Ob dieser dezenten Arroganz, die uns da so entgegenprallt. Warte, Jorge, lass uns zumindest einen trinken, bevor wir wieder gehen. Diese hohen Herrschaften. Ja, sie setzt sich wieder. Ich danke euch vielmals, hohe Dame, für euer Gehör. Ja, ja. Dann würde ich den anderen bedeuten, mir an die Theke zu. Keinen Bock, jetzt einfach wie ein geprügelter Hund rauszulaufen. Wollen wir nicht irgendwo anders trinken gehen? Ist doch viel besser. Ich sehe keinen Grund, wieso wir nicht hier trinken sollten. Abgesehen davon, dass die Luft etwas schlecht ist. Ich war leise. Die hohen Herrschaften wollen allein gelassen werden. Der Tresen ist bestimmt weit genug weg. Da ist eine große Schankstube, ja. Also ich würde mich an den Tresen stellen. Und ja, für ein Bier habe ich bestimmt einen Schilling übrig oder so. Ja. Ja, als ihr vom Tisch zurückgetreten seid, habt vielleicht Taran auch schon so aus dem Augenwinkel gesehen, dass so der Wirt so. Dezenter Hinweis. So langsam habe ich eine Ahnung, warum das bei uns so lange gedauert hat. Mhm. Na gut. Dann mache ich Tür wieder zu und laufe zum Tresen. Hey, ihr. Er guckt immer wieder so nervös zwischen dem Tisch und dieser Tür hin und her. Habe ich das richtig gehört? Wartet mal. Kommt mal mit in die Küche. Oh, hier, ich habe hier einen besonders leckeren Eintopf. Wollt ihr davon nicht vielleicht mal kosten? Oh, natürlich, das wäre uns eine Freude. Vielen Dank. Dann folgen wir ihm doch mal in die Küche, ob das dezent ist. Mhm. Hab ich das, als ihr dann in der Küche seid, habe ich das richtig gehört? Ihr habt mit Fackeln und Heugabeln einen Dämon zerstört. Wo ist jetzt der Eintopf? Der braucht noch ein bisschen. Ja, ja. Ach so. Ja, haben wir. Oh ja. Das ist mir etwas unangenehm, aber macht ihr das öfter? Notgedrungen? Ja. Hervorragend. Wisst ihr, ich habe da so ein Problem im Keller. Aha. Geht das ein wenig genauer? Im Keller ist ein Dämon. Dann lasst ihr ihn am besten da. Aber das sind meine Vorräte. Wie kam er da hin und wieso bleibt er da unten? Ich habe ihn eingesperrt. Wie habt ihr das geschafft? Die Tür zugemacht. Oh, da unten sind meine Vorräte. Ich hab fast kein Bier mehr. Das ist das letzte Fass. Wie wäre es, wenn ihr ihn einfach in die Gaststube lasst? Das kann ich doch nicht machen. Doch. Wenn es rauskommt, dass in meinem Haus ein Dämon ist, da kommt niemand wieder zu mir und trinkt was bei mir. Naja, aber dann wissen die hohen Herrschaften, haben sie mal eine praktische Erfahrung, dass diese Dämonen durchaus ein Problem darstellen. Ja, ich bin ruiniert. Das wird ihre Aufmerksamkeit aber nicht auf Rauningen lenken. Anna, so sehr ich den Kerlen das wünschen würde, dass sie mal ihre eigene bekommen, das wird sie nur noch weiter hier auf diesen Ort konzentrieren und nicht auf Rauningen. Uns wird das nichts bringen. Und mich auch nicht, guter Wirt. Ihr braucht den Hochdämoniker, nicht wahr? Ja. Ja. Also, ich,
Ich habe einen Termin bei dem Hochdämoniker Adam. Ich könnte meinen Terminschein euch abgeben. Oh. Wenn wir uns um diesen Dämon kümmern, richtig? Ja, genau. Und dezent, wenn es geht. Wisst ihr, wenn ihr euch um den Dämon kümmert, dann brauche ich den Terminschein ja nicht mehr. Versteht ihr? Habt ihr einen Könnt relativ... Könnt ihr uns mal kurz entschuldigen? Sicher. Aber nicht in der Schankstube über irgendwas. Ich gehe mal nach da drüben. Ihr könnt euch hier... Ist ja eh keine Vorräte mehr da, die ihr klauen könntet. Ich würde mir vor allem meinen Mann schnappen und mitziehen. Ja, also er geht wieder in die Schankstube und lässt euch alleine in der Küche. Ich fühle mich mal am Ohr mitgeschleift. Einmal noch. Das ist das letzte Mal, dass du das tun wirst. Ich hätte eins anzumerken. Ja? Wir das wirklich so machen, müssen wir ihn ja irgendwo hinbringen. Das fällt auf. Naja, deswegen hätte ich... Er wirft mal tatsächlich so einen fast angsterfüllten Blick zu seiner Frau. gefragt, ob er einen etwas größeren alten leeren Sack hat. Der Wirt hat doch leere Bierfässer. Oder das. Wir kaufen ihm einfach ein Bierfass ab. Oder helfen ihm eins rauszutragen. Also wir kaufen ein Bierfass ab. Dort können wir ihn reinstecken und wegrollen. Könnten wir nicht auch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen? Wir vernichten ihn, nachdem wir ihn bewegungsunfähig gemacht haben. Er kommt, wird wiederkommen. Aber hierher, da können doch die Herolde angreifen. Bist du dir sicher, dass er hierher kommen wird und nicht zu uns, zu denjenigen, die ihn vernichtet haben? Das wissen wir nicht. Wir können es nicht riskieren. Oder vielleicht aber zu der Familie, die von denen, die ihn vernichtet haben. Ihr könnt doch nicht wirklich vorschlagen, dass wir hier in Falkenberg, in der Hauptstadt, unter der Nase der Zwölf, ein verbotenes Ritual der Wanderer. Seid ihr vollkommen bescheuert? Also, denkst du, siehst du eine andere Möglichkeit? Ja. Jeden Tag, den wir hier verbringen, bedeutet Gefahr für unsere Familien zu Hause, für unsere Freunde, für unsere Eltern. Wir erschlagen ihn. Dann wird er hier eine Weile nicht sein. Der Wirt ist Frieden und gibt uns den Termin. Wenn er dann wieder hier zurückkommt, ist er das Problem des Wirts, nicht unseres. Aber das dieser Wirt war so nett zu uns und du würdest ihn dieser Gefahr einfach aussetzen? Nein, aber er ist ja schon mal mit dem fertig geworden. Dann sperrt er den halt nochmal in seinem Keller ein. Weißt du, ob der Dämon in genau dieser Gestalt wiederkommt oder vielleicht in einer schrecklicheren, weil er sich rächen möchte? Es tut mir ja leid für den armen Mann, aber wir haben gerade ein größeres Problem. Bei uns sterben Menschen. Simon ist tot. Eine andere Frage. Wollen wir nicht erstmal fragen, wie lang der Dämon schon da unten ist? Die Vorräte kann er eh vergessen. Das weiß ich. Wenn der Dämon erst einen Tag hier ist, kriegt man ja relativ schnell eine Audienz. Dann müssten wir den Dämon nicht erledigen und könnten uns eine eigene Audienz besorgen. Ja gut, aber der Unterschied, das ist das Gasthaus, wo die Herolde sich rumtreiben. Natürlich wird da ein höheres Interesse daran bestehen, dieses Dämonenproblem zu lösen, wie das von irgendeinem kleinen, unbedeutenden Dorf. Wir können ihn trotzdem mal fragen, wie er an die Audienz gekommen ist. Die Idee ist nicht dumm, Jorge. Wir können ihn fragen. Stimmt, ja. Und vor allen Dingen, wenn wir gegen den Dämon kämpfen, muss das so leise geschehen, dass die das nicht mitbekommen. Und ich weiß nicht, ob wir das hinbekommen. Die werden nicht den ganzen Tag im Gasthaus sitzen. Darauf hoffe ich. Ich würde mit dem Kampf abwarten, bis die das Gasthaus verlassen. Und sollten wir nicht besiegen können, wirft einen Blick zu Anna, dann kann ich es nochmal versuchen. Ich hätte gar nicht erst versucht zu kämpfen. Probier es gleich.
Das habe ich gesagt. Noch ein einziges Mal. Gerade du, Anna? Frage nach der Audienz. Ja. Erstmal nach der Audienz fragen. Danach können wir weiterreden. Mhm. Und ob er vielleicht weiß, wie er aussieht. Dann können wir schon mal Rückschlüsse ziehen. Mhm. Ja. Ich hole den Wirt rein. Moment. Hol ihn mal von da drüben, genau. Ja, ich würde in die Schankstube gehen und halt zu ihm sagen, wegen der Sache, die wir euch helfen sollten, ich glaube, da brauchen wir euch nochmal. Der Eintopf ist zu kompliziert für uns. Oh, das Küche ist ein bisschen unübersichtlich. Würdet ihr nochmal mit uns reinkommen, bitte? Dann könnt ihr uns das erklären. Was gibt's denn? Ich hole ihn rein und dann... Bitte. Wie kamt ihr eigentlich an diese Audienz? Ich habe sie ganz normal beantragt. Und wie lange hat das gedauert? Vor 3 Wochen. Und vor 2 Tagen habe ich dann den Terminschein gekriegt. 3 Wochen? Der Termin ist wann? Ja, jetzt morgen. 3 Wochen. Habt ihr den Dämon näher gesehen? Könnt ihr ihn beschreiben? Ja, er ist hässlich und klein und dick. Und hat große gelbe Augen. Zumindest hässlich sind sie alle. Also von der Beschreibung her, solche habt ihr auch schon mal gesehen, das sind Vertilger. Klein, sehr dick, große, hypnotisch gelbe, schillernde Augen und die sondern Schleim ab. Vertilger. Die fressen unglaublich viel. Solche sind das auch, die bei euch die Kornkammern irgendwie verwüstet haben. Jetzt sind die auf Angriff, also die fressen eher wie das jetzt aktiv, die greifen einen nur an, wenn man ihnen im Weg steht, oder? Oder so, also haben sie ein sehr hohes Aggressionspotenzial, oder? Wenn sie nicht genug zu fressen hatten, schon, ja. Naja, da er in der Kammer eingesperrt ist, die wird bald leer sein. Wann habt ihr den Dämon denn dort unten eingesperrt? Wie lange ist das her? Ja, wie ich schon sagte, 4 Wochen. Und die Kammer war komplett voll? Die war bis zum Rand gefüllt. Habt ihr hier ein leeres Bierfass rumstehen? Das da vorne ist bald leer. Gut, dann. Ihr hattet auch noch Bierfässer im Keller, oder? Ja. Na gut, dann können wir eigentlich davon ausgehen, dass wir ein leeres Fass, einen leeren Sack oder ähnliches finden. Bestimmt. Die Herolde, wie lange treiben die sich normalerweise bei euch in der Stadt herum? Das ist unterschiedlich, je nachdem, wie viel sie zu besprechen haben. Und wie viel trinken die so? So viel, wie sie Lust haben. Ich hoffe nicht, dass sie noch viel trinken, weil ist ja nicht mehr viel im Fass. Und wenn ihr jetzt kein Bier mehr hättet, würden sie dann gehen? Ja, aber das wäre auch wieder nicht besonders gut für meinen Ruf. Wer geht schon gerne in eine Kneipe, die kein Bier ausschenken kann? Und ich würde sagen, die Herolde eigentlich als? Was? Über was reden die Herolde? Weiß ich nicht. Ich belausche doch keine Herolde. Ich heb meine Braue. Es könnte ja sein, dass sie laut genug reden, dass ihr es hört. Natürlich nicht. Dann wärt ihr der erste Wirt, der noch nie etwas von seinen Gästen mitbekommen hat. Nicht von den normalen Gästen, aber die Herolde. Wir können euch helfen. Gut. Aber dazu müssen die Herolde hier raus. Und ihr am besten auch. Ich kann sie ablenken, vielleicht. Sie müssen raus. Das wäre am günstigsten. Gut, dann denke ich mir was aus. Hier ist der Schlüssel zur Speisekammer.
Danke. Oh, kein seht, liebe Kunden, ich hätte hier noch einen ganz besonderen, günstigen Wein im Keller. Vielleicht folgt ihr mir und sucht euch die Flasche selber aus. Oh, und edle Herren, ich habe natürlich draußen eine Verköstigung organisiert mit Weintrauben erster Güte. Allerdings schmecken die nur an der Sonne. Folgt mir doch. Lehnst du aus der Tür raus, ob die Herolde auch mit rausgehen? Ja, die stehen auf und sagen, oh, Weintrauben, lecker. Ich mache mir Sorgen um die Kirche. Bestes Abwuchsmanöver aller Zeiten, ey. Ist, da kommt keiner hinter. Also, nee, vielleicht sehen es einfach als extreme Schleimerei an. Die erfüllen jedes Klischee, was man sich so vorstellt. Hey, es ist ein... Gut, ja, bringen wir es hinter uns. Ja. Also, welche Option nehmen wir jetzt? Bannen. Rausschaffen. Ich bin für Vernichten. Ich bin auch für Vernichten. Das Bannen hat funktioniert, ja, aber es ist eine Sünde. Wir können es nicht in der Stadt der Zwölf tun. Sie zu vernichten bedeutet, Gewalt anzuwenden. Das ist genauso eine Sünde. Nicht gegen Diener der Finsternis, nicht gegen den Menschen. Ihr wollt ihn einfach so bekämpfen? Nein, erst paralysieren und dann bekämpfen. Aber das ist auch wieder das Ritual. Eben. Ist das nein, das eben. Nein. Das ist ich schon das Teil des Rituals. Außerdem ist euch eigentlich klar, wenn wir den Dämon vernichten und er irgendwo in der Stadt wieder auftaucht und dann etwas anrichtet, sind wir schuld, weil wir hätten den Dämon bannen können. Ja, das stimmt, aber in der Stadt gibt es genug Dämoniker. In der Stadt wird sich jemand drum kümmern. Also meinst du wie die Saufnasen da hinten? Das sind Herolde, das sind keine Dämoniker. Die ja, sind nicht. Das sind nur Herolde. Ich bin sicher, dass die Dämoniker fähiger sind. Hoffe ich. So wie Petrock. Sofern sie was machen. Ja, ich will meine... Ich... Das, was ich als Bedenken gebe, ist, wenn wir den Dämon wirklich bannen, wenn es jemand auffällt, dass hier ein Dämon gebannt wurde in eine Pflanze oder sowas, fällt das, dann wird nach einem Schuldigen gesucht. Bis dahin, bis es jemand auffällt, sind wir hoffentlich schon lange weg. Wir suchen irgendwelche möglichst unauffällige Stelle in Natur. In einer Stadt. Wenn du etwas verstecken willst, das niemand findet, dann platziere es am besten dort, wo es jeder sehen kann. Bitte. Da findet man es aber doch sofort. Nein, Jorge, das ist ja der Trick daran. Verstehe ich nicht. Können Sie mich wirklich einfach töten und die Arbeit anderen überlassen? Ich will meine Sünde nicht... Ich will dann geht ihr zwei nach draußen. Geht nach draußen, ihr habt damit nichts zu tun. Nein, allein lasse ich euch das auch nicht machen. Wenn die Göttin uns deswegen straft, dann werde ich die Schuld auf mich nehmen. Ihr habt versucht, mich davon abzubringen. Jorge, dann geh du. Nein. Wenn, dann alle oder keiner. Wir sind hier gemeinsam hergekommen. Dein Wort im Ohr der Göttin, Endres, dein Wort im Ohr der Göttin. Ich bin dabei. Langsam. Dann von mir aus. Langsam. Und diesmal machen wir es gemeinsam. Dreht ihr den Schlüssel zum Keller um. Die breite Treppe führt nach unten. Ihr schaut in einen verwüsteten Keller. Es stinkt unglaublich nach Schwefel. Einige große Weinfässer scheinen unbeschadet zu sein. Der Rest ist völlig zerstreut und kaputt. Hier liegt eine Kartoffel noch herum. Und auf
einem der großen Säcke, die in einer Ecke stehen, sitzt ein mit einem prallrunden Bauch und gelb leuchtenden Augen sabberndes, ekliges, kleines Ding und schmatzt laut vor sich hin. Diese Vertilger sehen zwar harmlos aus, und das wisst ihr, aber sie sind eine ernstzunehmende Bedrohung, da sie ungezügelt alles auffressen, was sie in die Finger bekommen. Wie wollt ihr jetzt vorgehen? Moment, ich habe eine Idee. So, als wir gerade an der Tür sind, lasst uns den Wirt fragen, ob er noch irgendeine Wurst oder so, irgendetwas Großes, Leckeres oben hat. Dann, der lenkt ja gerade die Herolde ab, den kann man schlecht fragen. Ja. Dann nehmen wir was. Es wird in seinem Interesse sein. Lass uns gucken in der Küche, was finde ich? Ich guck in der Küche nach was Leckerem. Ja. Und bring dir das dann. Findest du noch so ein Laib Brot oder sowas? Dann würde ich sagen, einer lenkt ihn damit ab. Von mir aus kann ich das machen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so gut ist. Also, am besten, wenn zwei ihn ablenken. Mhm. Damit ich mich auf das Ritual konzentrieren kann. Ich könnte ihn ablenken und du hältst mir den Rücken frei. Du bist kräftiger und wehrhafter als ich. Dann kannst du versuchen, ihn vielleicht von mir fernzuhalten. Wir lenken ihn gemeinsam ab. Und ihr zwei, du hältst ihn in Schacht und Endres, du tust, was immer du tun musst. Okay, dann suche ich mir in der Küche nach einem großen Messer und schnapp mir das einfach. Gut. Reicht eine Person zum Bannen, Endres? Mehr machen es einfacher. Ich habe es beim letzten Mal nur mit äußerster Mühe geschafft. Je mehr, desto einfacher. Zuerst lenken wir ihn zusammen ab. Anna, und wenn Endres anfängt, werde ich aber... Oh Gott, den bewahre. Ich werde einstürmen helfen. Gut. So versucht ihr also, das Ding zu füttern und dadurch abzulenken, während die anderen das Ritual vollziehen. Und macht doch mal eine komplexe Probe. Insgesamt brauche ich 3 Erfolge von euch. Einmal Geschicklichkeit gegen die 6, einmal Ausstrahlung gegen die 6 und einmal Geisteskraft gegen die 6. Und ihr könnt gerne... Jeder alle 3 oder wie? Nee, könnt ihr als Gruppe aufteilen. Ah, okay. Könnt auch gerne eins von den beiden zweimal machen, um sicher zu gehen. Die Geschicklichkeit, Geisteskraft und? Geschicklichkeit, Ausstrahlung und Geisteskraft. Alles gegen die 6. Ich habe geschickt 3. Ich habe Ausstrahlung 4. Ich würde die Ausstrahlung gerne machen, vor allem da ich ja ablenke zuerst, bevor ich ihm mit dem Ritual helfe. Also. Ich würde später ins Ritual mit einstimmen und deshalb meine Geisteskraft zur Verfügung stellen mit dir. Dann würde ich vor mich bei der Geschicklichkeit helfen. Gut. Okay. Du machst Geschicklichkeit, du machst Geisteskraft, ich mach Ausstrahlung. Dann fangen wir doch mal mit Jorge an beim Würfeln. Das ist eine 1 und eine 3, das heißt insgesamt 4 plus deine Geschicklichkeit. Plus meine 3 sind 7. Dann das heißt, das ist schon mal geschafft. Du versuchst so mit diesem Brotleib, den du so ein Stück bekommen hast, oder mit dem Messer schneidest du so ein Stück ab und schmeißt so ganz geschickt die Krumen immer so in eine Richtung. Und der hopst so von seinem Sack runter. Und dann Taran. Moment. Oh Gott, ich glaube, ich mache mir gleich in die Bux. Ich würfe. So, 2. Oh, 2 Sechsen, das ist eine 0. Scheiße, das ist eine 4 dann mit meinem Charisma. Das reicht nicht. Echt jetzt? Der Dämon so. Wer würfelt jetzt gerade was? Achso, Moment, die 5 und die 6, von wem sind die? Das müssen doch von mir sein.
Du wolltest Geisteskraft. Du wolltest mit dem Ritual anfangen, ja? Ja. Okay, das ist eine 3 insgesamt. Also eine 7. Reicht. Du fängst an mit dem Ritual, streckst du die Hand nach vorne, irgendwie machst so diese rituellen Bewegungen und der Dämon. Du merkst aber so, dass du kannst ihn nicht fokussieren. Er muss ruhig sein. Wir brauchen noch eine Ausstrahlung. Endris, Ausstrahlung. Was? Endris? Ich dachte, ich soll Geschick machen. Ja, Geschick hat nur Jorge schon. Geschick hat Jorge. Oh Gott. Oh nein. Das ist leider nur eine 2. Plus? Ja, dann sind wir bei 4. Das reicht nicht. Nein! Ja, der Anna versucht, den Dämon zu bannen. Und der Dämon lässt sich allerdings nicht von dir fokussieren und läuft auf Jorge zu und schnappt. Ich stimme ein ins Ritual. Ich stimme ein und fange auch an. Ja, schnappt nach dem Brotleib. Und das ist das Problem, ja. Der hopst halt unkontrolliert durch die Gegend und der kriegt ihn nicht fokussiert. Ihr müsst ihn, ihr habt ja versucht, ihn abzulenken. Und jetzt schmeißt er einige Fässer um und springt Richtung Jorge, der ihm aus dem Weg springt und prallt gegen die Wand und es gibt unglaublichen Krach. Ich würde versuchen, ihn irgendwie festzuhalten, dass er still bleibt. Ja. Festhalten mit Gewalt und so, ja. Moment. Da würde ich mich anschließen, dann können Allah und Tarchan versuchen, das Ritual nochmal nachzusetzen. Ja, zum Festhalten. Mach mal 2-mal Fitness gegen die 7 und 1-mal Geschicklichkeit gegen die 6. Aufteilen wir da, oder? Könnt ihr aufteilen, ja. Das heißt auf jeden Fall jeder 1-mal Fitness, oder? Mhm. Ja. Ich würde die Geschicklichkeit vielleicht machen, da habe ich eine 3, wenn das hilft. Ich muss ja einmal auf 5 würfeln. Erstmal Jorge mit, was? Was hast du gewürfelt? Geschicklichkeit? Ich habe eine 3 gewürfelt. Ja. Für Fitness, ne, meine ich, war das, oder? Jorge. Ja, war Fitness. Hätte ich eine 6. Okay, 6 reicht nicht, ich brauche eine 7. Ich guck mal. Also ich würde jetzt würfeln, wenn es genehm ist. Mhm. Nee. Oh. Die 6 killen euch hier. Ja. Ihr sollt jetzt keine 6 würfeln, wir brauchen euch nicht. In jedem anderen Spiel wären die 6 so gut. Das ist kein Schadenswurf. Mach doch nochmal, eine Ausstrahlungsprobe. Mach das mal jemand, der Ausstrahlung hat. Ja, also Taran kann nicht mehr, Endris auch nicht mehr, weil das hat der Dämon schon durchschaut. Ach so. Jorge könnte nochmal versuchen, Ausstrahlung zu machen. Oh, nee. Anna macht ja das Ritual die ganze Zeit, versucht sie. Hey! Ja, das ist schon an sich nur eine 5. Und plus 2 sind 7. Ja, perfekt. Du schmeißt das Brot immer die ganze Zeit und irgendwie versuchst das dann festzuhalten, das Vieh, das hüpft dir so mit diesem, weil du merkst, es ist so schleimig von außen, es hüpft dir so zwischen den Armen weg. Also, du musst das Messer fallen lassen, so beugst dich so vornüber, um das Messer wieder aufzuheben und der Dämon hinter dir so, Noch eine Geschicklichkeit hast du gesagt, ne? Nee, reicht schon. Achso, okay. Der Dämon dreht sich so um, sieht so auf deinen Hintern und holt einmal so langsam aus, um da reinzutreten. Und genau in diesem Augenblick fokussiert Anna den Dämon und der bleibt in dieser Pose. Dann bleibt er erstarrt stehen. Jetzt schnell einsperren. Das ist genau dieses, hey, dem trete ich jetzt richtig in den Arsch.
Du hattest schon immer ein Gespür für den richtigen Zeitpunkt. Das braucht man beim Angeln. Schnell, verstecken wir ihn rein, wir müssen uns beeilen. Ja. Weil es war ziemlich laut. Ja, dann waren wir einfach ungeschickt, als wir das Fass einladen. Ja. Gut. Ihr tragt es. Steckt ihn wo rein, ihr tragt es. Ihr erhaltet den Status Helfer. Okay. Und, sperrt das Ding in ein leeres Weinfass und karrt es so nach oben. Und Olaf kommt, der Wirt, Olaf kommt irgendwie durch die Vordertür rein. Habt ihr es geschafft? Habt ihr es geschafft? Psst. Ja, vielen Dank für dieses Bierfass. Wie viel bekommt ihr nochmal dafür? Oh, auf Ratenzahlung hatten wir uns doch geeinigt. Dass ihr ja, erst, genau. Ja, ja. Ich zähle ein paar Münzen ab und gebe sie ihm. Ich bräuchte allerdings noch eine Quittung dafür. Er tut so, als ob er die nimmt und lässt die aber in deiner Hand. Ja, ich bräuchte nur noch eine Quittung dafür. Ach ja, die Quittung, natürlich. Ja. Kannst du den Gegenstand Terminschein aufschreiben. Wird gemacht. Dann, wo wollt ihr den Dämon jetzt loswerden? Wir müssten aus der Stadt raus, irgendwo zu einem Ort des Lebens, ne? Baum, Wiese. Wir brauchen nur einen Ort des Lebens, das muss nicht unbedingt aus der Stadt draußen sein. Hinter der Taverne, habt ihr in der Küche durch ein Fenster gesehen, ist so ein Obstgarten. Also ist ein Kräutergarten, meine ich. Und so Tomaten und Petersilie. Kann man den einsehen? Kann man den einsehen? Der ist hinter in so einem eingesteibten Hof. Also da kann man nicht direkt einsehen. Perfekt. Nicht schön. Ich weiß, dass Taran in dieser Kneipe nichts mehr essen wird. Nicht nur er. Wir wollen da, glaube ich, alle nicht mehr hin. Solange das Bier schmeckt, kann man auf die Grotte. Kippt ihr den. Der hat auch kein Bier mehr. Kippt den paralysierten Dämon in das Gemüsebeet rein und er wird von den Kartoffeln aufgesogen. Und die Kartoffelpflanze, es sieht so ein bisschen nach aus. Und Olaf tritt so durch die Hintertür in den Garten. Boah, das habt ihr gut gemacht. Danke, danke, danke. Jetzt sollt aber wieder aufstocken. Sonst hab ich wirklich kein Bier mehr. Ja, natürlich. Dankeschön. Eure Speisekammer ist leer. Und verwüstet. Tut uns leid. Okay, ja. Gut, dass ihr den Dämon trotzdem, irgendwie losgeworden seid. Natürlich. Die einfachen Leute müssen sich stets helfen. Eine Frage. Wie klingt eigentlich jemand, der Geld hat? Bitte? Was? Wie klingt jemand, der Geld hat? Immerhin haben die Herolde gesagt, wir klingen nicht wie jemand, der Geld hat. Das musst du einen Herold fragen. Er meinte wahrscheinlich, deine Kleidung passt nicht. Die hat sie nicht gesehen. Völlig Jorge. Ne. Ja, okay. Den frage ich doch keinen. Auf die habe ich keine Lust mehr. Wahrscheinlich ist es die Art, die wir sprechen. Hast du es nicht gehört? Die reden hier in der Hauptstadt ganz anders als... Es ist der Akzent. Ah. Ich denke zumindest, dass es das ist. Mhm. Und wo treffen wir jetzt eigentlich den Drakone, den Dämoniker? Ihr könnt
entweder direkt versuchen, zu ihm hinzugehen mit dem Terminschein, oder ihr könntet auch mit dem Terminschein zum Adjutorium erst gehen. Ich würde ja zuerst mit den Falkenrittern noch versuchen zu sprechen. Also. Hier gibt's Falkenritter? Ja, natürlich. Wie könnten die uns helfen? Was haben die damit zu tun? Moment. Nee, das macht keinen Sinn. Gut. Nee. Gut. Nee, das letzte, vergiss das letzte, hat er nicht gesagt. Wie spät haben wir denn? Den Termin haben wir für morgen eigentlich, oder? Genau, ja. Mhm. Gut, dann sollten wir eine Unterkunft suchen. Mhm. Mhm. Und uns morgen alle so gut wie es geht aus dem Ei pellen, bevor wir jetzt dorthin gehen. Und dann zum Hochdämoniker Adam. Genau. Ich habe unsere Sonntagskleider eingepackt. Mit eurem Terminschein. Perfekt. Gut. Ja, ich habe auch etwas feinere Stoffe eingepackt, die wir noch auf Lager hatten. Es ist zwar nicht ganz fertig, aber vielleicht kann ich es heute Abend noch fertig nähen für mich. Dann sehe ich auch nicht so aus. Dann können wir zumindest ein bisschen besser auftreten. Was dann sollte ich wohl nicht mitgehen. Ich habe extra Sachen eingepackt. Du kannst einfach probieren, ob sie dir passen. Und wenn wir genug haben, das wäre zwar mein letztes Geld, aber ich könnte gucken, dass ich ein Bad für uns organisiere. Dann allein gewaschen zu sein, das macht schon viel aus. Ja. Aber was war das mit dem Adjutoren, Olaf? Was wäre mit denen? Vergiss die letzten beiden Sachen. Die wären hätte Ach so, die beide, beide Sachen. Die wären okay, bei einem anderen gut. Ausgang, wären sie. Okay. Okay. Ja, dann würde ich sagen, also wenn wir zusammenlegen, können wir vielleicht einen Zuber, ein paar Ladungen für den Zuber kaufen, dass wir uns waschen können heute Abend und dann morgen in den frischen Kleidern vortreten. Nicht, dass das überhaupt nötig ist. Vielleicht muss es einfach mal jemand tun. Waschen? Den Weg beschreiben, Jorge, aber vielleicht auch waschen, ja. Aber Jorge hat nicht ganz Unrecht. Ich meine, wir sind in Not, unser Dorf braucht Hilfe. Es sollte keine Rolle spielen, ob wir gewaschen sind oder nicht, ob wir feine Kleidung tragen oder nicht. Vor allem gerade, wenn wir feine Kleidung tragen, sehen wir ja aus, als ob wir keine Hilfe bräuchten. gute Sache, ja. Naja, fein ist unsere Kleidung trotzdem nicht. Die Sonntagskleidung ist immer noch die Sonntagskleidung von Bauern. Ja. Also uns wird auch mit noch so viel Mühe, noch so viel Waschen, werden aus uns keine feinen Herrschaften. Nein, aber wir zeigen, dass wir Ihnen und Ihrem Amt Respekt erweisen. Richtig. Ja. Und Jorge, ich finde, wir sollten dir heute noch Eintopf besorgen, so wo du dich schon so drauf gefreut hast. Das wäre nicht. Gut. Ja, lasst es euch noch relativ gut gehen und am nächsten Tag kommt dann euer Termin. Ihr macht euch auf zum Verwaltungsgebäude der Hochdämoniker. Das ist ein zweistöckiges, großes, weißes, palastähnliches Gebäude an einer großen Ritterstraße mit dem Blick hinunter auf die Stadt Falkenberg. Der Eingang wird von Wächtern gesichert und als ihr näher tretet, sind diese gut gerüsteten, mit glänzenden Waffen ausgestatteten Männer fragen euch, was ist euer Begehr? Ich schaue Anna an, sie hat den Schein. Genau. Ja, wir haben einen Tipp. Wie heißt der nochmal? Adam, Dämoniker Adam. Der Hochdämoniker Adam. Hochdämoniker Adam. Genau, wir haben einen Termin beim Hochdämoniker Adam. Habt ihr einen Terminschein bei? Schaut sich das so an. Oh ja. Tretet ein.
Vielen Dank. Danke. Meine Güte. Man führt euch in einen großen, mit Marmor ausgekleideten Raum und bittet euch, bis zur Terminzeit zu warten. Das sind bequeme Polstermöbel hier. Oh mein Gott. Und ihr wartet etwa eine Stunde, bis ein junger Diener zu euch kommt und euch bittet, ihm zu folgen. Er führt euch in einen kleinen Raum mit einem Schreibtisch, über dem über und über Papiere ausgedeckt sind. Die Wände sind mit kostbaren Wandteppichen verziert. Kurz nach euch betritt der Hochdämoniker Adam, mit der den Titel der Gerechte trägt, in den Raum. Er ist ein Mann mittleren Alters und ihr wisst, alle Dämoniker der Hochlande unterstehen ihm. Ich verneige mich tief und weiche auf jeden Fall seinen Blick ab. Ich grüße euch. Ihr habt eine Unterredung gewünscht. Mein Diener sagte mir, ihr kamt aus Rauningen. Stimmt das? Jawohl, Herr. Nun, was ist euer Begehr? Nun, Taran schaut mal um. Er scheint sich nicht wohl zu fühlen, aber wenn er keinen Anspruch ergreift... Endres klopft dir auf die Schulter. Mein Herr, deine Schulter dann auch fest, so quasi so kräftiger Druck. Ja, du merkst, dass er am Zittern ist. Sein ganzer Körper bebt, aber er scheint es zu schätzen. Mit immer noch gesenktem Blick spricht er: Mein Herr, wir kommen zu euch in Zeiten großer Not für Rauningen. Ist das? Unser Dorf, jawohl, unser Dorf wird seit längerer Zeit, seit über einem Jahr, von einer heftigen Dämonenplage heimgesucht. Wir haben keinen eigenen Dämoniker. Also wurde uns Dämoniker Petrock aus Turebruch zugewiesen. Doch er war bisher nur zweimal da. Er findet vermutlich nicht die Zeit. Er ist sehr beschäftigt und konnte uns deswegen nicht wirklich helfen. Die Dämonen überrennen unser Dorf und wir versuchen natürlich, gegen sie zu kämpfen mit Mistgabeln und was wir haben, aber das bringt ja nicht viel. Erst diese Nacht ist wieder ein Mann getötet worden, ein guter Mann. Es ist schon länger her, wir sind hierher gereist. Ah ja, stimmt, nicht gestern, vor vier Tagen. Mhm. Erst vor 4 Tagen, kurz bevor wir abgereist sind, ist ein guter Mann getötet worden, ein angesehener Mann. Wir wissen nicht mehr ein noch aus. Wir wissen, dass der Monika Petrock bestimmt sein Bestes gibt und wir sehen es ein, aber vielleicht ist er einfach überarbeitet. Wir brauchen jemanden, der mehr Zeit hat. Vielleicht jemanden, der direkt ins Dorf kommt und dort bleibt. Wir brauchen Hilfe, sonst werden wir vergehen. Ich habe einen Bericht über Rauningen bekommen vom Dämoniker Petrock. Habe gehört, was in eurem Dorf vor sich geht. Stimmt es, dass ihr einen Pakt mit den Dämonen geschlossen habt? Was? Nein! Nein, hoher Herr. Niemals! Was ist dann im Dorf vorgefallen? Sagt mir die Wahrheit. Wir haben sie gekämpft, gegen sie gekämpft. Und wir konnten mit Fackeln und Mistgabeln. Ja, was hätten wir denn sonst tun sollen? Seht ihr nicht daran, wie verzweifelt wir sind? Wenn Kinder geholt werden? So viele von uns haben Familienangehörige auf teils grausame Art und Weise. Es stimmt also nicht, dass ihr gegen das Gesetz handelt und Rituale der Wanderer ausführt.
um den Dämonen Einhalt zu gebieten. Nein, Herr. Aber wir sind langsam wirklich verzweifelt. Wir brauchen Hilfe. Weil sonst wird genau das früher oder später vielleicht irgendwann passieren, wenn sich nicht mehr anders zu helfen weiß. Ist das das letzte Wort, was ihr sprecht? Hier vor dem Angesicht der Göttin? Ist das, was ihr mir wirklich berichten wollt? Wenn keine Hilfe kommt, muss man sich auf Möglichkeit wehren, mit dem man sich wehren kann. Und die wäre? Wenn keiner uns zur Hilfe kommt, müssen wir vielleicht als allerletzte Lösung dieses Ritual, wenn es uns jemand beibringt, führen. Und wir hoffen, dass Wanderer bei uns bleiben. Also habt ihr doch Rituale durchgeführt? Nein, habe ich gesagt. Wir müssten durchführen, und wenn sie uns einer beibringt. Jorge, sei still. Wieso, das hat er doch selbst gesagt. Ja. Oder hab ich da was falsch verstanden? Mach mal Ausstrahlung gegen die 8, Taran. Ja. Ich? Ja. Okay. Fuck. Weil du da nervöse gerade bist. Ich glaube, Endris sollte das vielleicht auch nochmal machen, weil ich glaube, der kriegt gerade eine Hass, glaube ich, oder? Und was kriegt er? Ein Hass. Oder so ein Wut. Also das daran, also an deinem Ausdruck könnte man vielleicht ablesen, dass ihr lügt gerade. Die Würfel und der zweite Würfel ist weg, glaube ich, oder? Eine 6 und eine 2. Also hast du eine 2 insgesamt gewürfelt. Oh Gott. Eine 2 insgesamt plus 4 sind 6. 8 brauchtest du. Scheiße. Okay, dann sage ich es direkt. Also ich würfel doch mal einmal. Ja. Taran, wer ist schuld? Taran, da kommt es jetzt drauf an. Taran, steigen Tränen in die Augen. Mhm. Er beginnt zu zittern, vollkommen unkontrolliert. Warum zittert er? Und habt ihr mir doch noch was zu sagen? Er sinkt auf die Knie. Hoch Dämonika Adern, hoher Herr. Das Dorf ist unschuldig. Aber ich muss euch etwas beichten. Das Dorf ist in Not, weil sie einen Sünder unter sich beherbergt haben. Unwissend, aber es gibt jemanden, der verantwortlich ist für das Leid in Rauning, für die Dämonenangriffe. Es gibt jemanden, der sie angezogen hat. Über Jahre hinweg. Ich kann ihn euch nennen, aber bitte. Das Dorf hat nichts damit zu tun. Verschont sie. Endris, guck dich mit großen Augen an. Jorge auch. Verschont sie und helft ihnen. Ich glaube, wir gucken ihn alle mit großen Augen an. Und dafür nenne ich euch den Namen. Bitte. Die Hand knirscht wieder. Ihr habt also jemanden unter euch, der mit den Dämonen im Bunde steht. Ein nicht direkt im Bunde, aber ein Sünder, der jahrelang schwere Vergehen begangen hat und somit immer wieder dämonenförderndes Verhalten gewirkt hat und immer wieder sie angezogen hat durch sein Wirken. Und es jetzt noch tut. Nach meinen Kenntnissen und den Berichten von Dämonika Petrock ist Dorfvorsteher Erik die treibende Kraft hinter den gesetzlosen Taten eures Dorfes.
Nein, das ist nicht wahr. Erik ist unschuldig. Erik gibt sein Bestes, um uns alle auf Spur zu halten und ich mache euch ein Angebot. Ich kann die Schriften des ehrenwürdigen Petrok nicht ignorieren, wisst ihr. Dennoch, irgendetwas mag stimmen an der Erzählung, die ihr hier habt. Ich kann allerdings meinen besten Dämoniker nicht einfach so der Lüge bezichtigen. Es ist man sieht, wie Jorke sich ihr Spruch runterschluckt. Ich mache euch ein Angebot. Wenn ihr aussagt, dass Erik der Alleinschuldige ist, dann ist der Bericht von Petrok richtig und ich werde in meiner Allgütlichkeit im Sinne der Göttin entscheiden, dass anstatt dem ganzen Dorf, wie es eigentlich die Sitte wäre, nur Erik bestraft wird. Und ich werde dem Dorf ein vorübergehend zumindest ein Dämoniker zuweisen, der im Dorf residiert. Erik ist nicht der Alleinschuldige, ich bin es. Ich habe jahrelang bei einem Mann gelegen. Selbst heute habe ich noch unzüchtige Gedanken. Es vergeht keine Woche. Wir haben die Gesetze der Wahrheit missachtet. Wir haben einen Mann namens Gerrit Müller und ich. Wir sind Abtrünnige und wir waren es, die. Wir haben die Dämonen zu uns gelockt und durch unser Handeln. Und wir waren es, die auch versucht haben, sie fernzuhalten. Ich bin ein Sünder. Das Dorf soll nicht für mich. Meine Unzucht soll. Soll das Dorf nicht verdammen. Bitte. Ich ergebe mich eurer Rechtsprechung. Endres ganzer Körper spannt sich an wie eine Stromfeder. Dann fasse ich wieder nach ihm. So dieses Lasses. Wiederhole das. Ich, Taran Schneider, habe jahrelang einem Mann gelegen, Unzucht mit ihm getrieben und mit meinen unreinen Gedanken die Dämonenplage um unser Dorf gebracht. Ich habe mich auf die Sünde eingelassen und bin verantwortlich für alles, was im Dorf geschehen ist. Du warst mit den Dämonen im Bunde und hast dein ganzes Dorf in Schande getragen. Jawohl. Sie wussten nichts davon. Ich bin bereit, die volle Strafe zu tragen. Meine Tochter. So sprich dann wenigstens jetzt die Wahrheit und erzähle mir alles, was in deinem Dorf vorgefallen ist. Warum hat der Dämoniker Petrok euren Erik beschuldigt? Warum sind die Dämonen gegangen, nachdem du Unzucht getrieben hast und es gerade zugegeben hast, dass du es weiter tust? Ich habe Rituale durchgeführt,
die ich gelernt habe. Also doch. Ich allein. Als er noch da war, auch Gerrit Müller, der jetzt in Turebroch lebt. Ich habe sie über das Dorf gebracht durch mein Handeln und habe dann das, was ich gelernt habe, durch mein verderbtes, durch das, was ich tat, habe ich angewandt, um die Dämonen wieder abzuwehren. Auf die Art, die ich lernte durch die dunklen Künste. Vielleicht ahnte Erik es, doch er wusste es nicht. Niemand wusste es. Das Einzige, was man ihnen vorwerfen kann, ist vielleicht mangelnde Wachsamkeit. Aber sonst nichts. Es sind gute Männer und Frauen. Die ihr verdorben habt. Und ihr wisst, dass man die verdorbene Verderbtheit nicht wieder herrichten kann. Doch, ich bin bereit zu büßen für alles. Hiermit vollstrecke ich die Anordnung des Zirkels der Zwölf und ächte euch. Es ist euch fortan nicht mehr gestattet, ohne ausdrückliche Einladung in den Schutz eines Bannkreises zu gehen. Verlasst diese Stadt. Ab nun seid ihr Wanderer. Jawohl, mein Herr. Ihr erhaltet den Status geächtet. Man lässt euch herausführen und ihr kehrt nach Rauningen zurück, wenn ihr das möchtet. Ich werde nicht nach Rauningen zurückkehren können. Ich würde noch ganz kurz gern mit Taran reden. Ja. Draußen. Nur wir beide. Mhm. Wenn du Hunger hast oder irgendwas brauchst, dann komm zu uns. Eure Tochter ist tot wegen mir. Ja. Ich hatte das Glück, den Mann heiraten zu können, den ich liebe. Ich hatte sehr, sehr, sehr viel Glück. Es tut mir leid, dass dir dieses Glück... Du sollst vielleicht nicht gerade kommen, wenn Endres da ist. Aber wenn du irgendwas brauchst, dann komm. Weil ich weiß, dass ich Glück hatte. Oder dass wir Glück hatten. Anna, vergesst mich. Vergesst mich. Vergeht. Versucht einfach nicht den gleichen Fehler zu machen wie ich. Sündigt nicht mehr. Das Angebot steht und dank dir habe ich 3 Kinder, die noch leben. Für das, was du jetzt getan hast. Es erfordert wahnsinnig viel Mut. Von daher, das Angebot steht. Du weißt, wo wir wohnen. Ich denke, Endres wird mich nicht sehen wollen. Oder? Ich werde mit ihm reden, wenn wir zu Hause sind. Jetzt gerade. Nein, jetzt gerade besser nicht. Ich wende mich um zu den anderen, wir sind ja ein bisschen abseits gegangen und schaue zu den beiden mal rüber. Also ich schaue dich freundlich an, aber mit einem leicht fragenden Gesichtsausdruck. Versteinerte Miene. Aber da steht jetzt nicht wirklich, also Hass drin. Das ist quasi, also jedwedes Gefühl hat aus dem Gesicht verschwunden, also wie eine Statue. Er nickt in eure Richtung. Würde einmal deine Hand drücken, Anna? Pass auf dich auf.
Und ich habe dir ja schon immer gesagt, die Wanderer sind nicht alles schlechte Menschen. Anna, meine Seele, mein Körper ist verdorben. Ich habe euch das viel zu lange angetan. Du weißt, wo du mich findest. Er würde ein paar Schritte gehen. Nochmal zu den beiden anderen Männern schauen. Kurz zögern. Und wenn da nichts passiert, sich... Man sieht sich. Endres würde sich dann einen Ruck geben und auf dich zugehen. Es wirkt allerdings sehr angespannt. Der ganze Körper ist halt gespannt wie eine Bogensehne. Ja. Bitte direkt vor dir stehen bleiben. Taran weicht einen Schritt zurück und der wirkt sehr... Der wirkt total eingeschüchtert. Der ist so klein mit Hut gerade. Schaut auch dir jetzt nicht in die Augen. Er traut sich nicht. Greift Endres unter seine Kleidung und drückt dir die glattgedrückte Marguerite gegen die Brust. Schuld und Sühne. Aber wir haben alle mitgemacht. Schuld haben wir alle auf uns geladen. Ich werde dir nicht vergeben können. Aber eines Tages werde ich deinen Anblick ertragen können. Das wirst du nicht müssen. Du kannst jederzeit vorbeikommen. Zumindest zu mir. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Ich danke euch. Ich verdiene das nicht. Da hast du recht. Du verdienst nicht, deswegen verbannt zu werden. Ihr alle kennt die Gesetze der Wahrheit. Und ich habe immer gesagt, dass Unzucht schlimmer ist, als die meisten denken. Also, und wir haben alle als Kinder zusammen gespielt. Nicht das Gleiche. Du bist kein schlechter Mensch. Sie blickt mal, Endres blickt ja mal so quasi zu diesem Palast noch mal hoch. Wenn ich früher gewusst hätte, wie die Institution vorgeht. Hätten wir einen dauerhaften Wächter gehabt, wäre es auch gar nicht erst so weit gekommen. Oder einen, der schon seine Arbeit macht und sich nicht vollfrisst. Außerdem glaube ich kaum, dass du der einzige Sünder im ganzen Dorf bist. Nein, wohl nicht. Und es ist schon viele Jahre her, dass Gerrit weg ist. Es ändert nichts an meiner unreinen Seele. Aber jetzt, ich werde gehen. Und ich werde Rauning nie mehr betrügen. Macht es besser. Denn auch wenn... Auch wenn der auf den Orden kein Verlass ist, ist das keine Entschuldigung
sich den niedersten Bedürfnissen hinzugeben. Wenn du etwas dringend brauchst, du weißt, wo Endris die weiße Hirschkuh geschossen hat. Hinterlass dort eine Botschaft. Es tut mir wirklich, wirklich leid, alles. Einen Taran kann ich nicht in unserem Haus willkommen heißen, aber einen Wanderer durchaus. Er streicht sich mal so über seine lange Narbe, die er hier so runtergeht. Eines Tages wird auch das seine Narbe sein. Dein Wissen kann helfen. Vielleicht ist es positiv. Wenn ihr beide Wanderer seid, könnt ihr zusammen sein. Du hast recht, sie werden ihn... Ich hoffe... Rette ihn. Rette ihn. Sieh es als deine Buße an, ihn sein Leben zu retten. Turebruch ist ja nicht so weit weg von hier. Ich sollte gehen. Es gibt ein großes Wolfsrudel. Das solltest du meiden. Du solltest den Weg linker Hand nehmen. Dich. Gebt auf meine Schwester und meine Mutter Acht, ja? Bitte. Ihnen wird nichts geschehen. Das werden wir. Darauf hast du mein Wort. Ich danke dir. Leb wohl. Pass auf dich auf. Und er dreht sich um und geht. Besorgt sich ein paar Vorräte und verlässt die Stadt. In Richtung Turebruch. Was meinst du, wie Gerrit reagiert, wenn du ihn konfrontierst? Das ist eine gute Frage. Die Frage ist halt, ob die Wächter der Wahrheit Gerrit vor mir erwischen. Und was dann mit ihm passiert. Ich meine, ich kann ja auch nicht nach Turebruch rein. Also, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was passieren würde. Sie werden ihn vor dir erwischen. Du wirst dein leeres Haus vorfinden. Ich kann ja die Stadt nicht betreten. Also werde ich die Wächter außerhalb fragen. Kannst schon. Fragen. Darfst nur also, nicht. Ich werde es nicht tun. Ich werde die Stadt nicht betreten, nein. Ich werde halt erfragen, was mit ihm passiert ist bei den Wächtern draußen. Irgendwer wird hier immer den Kreis bewachen. Dann erzählen dir die Leute, dass die Falkenritter gekommen sind und Gerrit geholt haben, ihn von seiner Familie, also von seiner gegründeten Familie weggezerrt haben. Und dass sie ihn da seither nicht mehr gesehen haben. Haben Sie gesagt, was das Urteil ist? Geächtet? Der Tod? In Ketten gelegt? Keiner weiß es. Tja, dann habe ich wohl wen zu suchen. So durchstreift Taran wahrscheinlich dann die Länder auf der Suche nach Gerrit.
Und auch konfrontiert in der Wildnis mit Dämonen. Und vielleicht über die Jahre lernt Taran. Er kennt die Rituale zum Binden. Er kann sich nun in der Wildnis wehren. Du merkst, dass es einfach ist, die Dämonen zu paralysieren, in diese Orte des Lebens zu bannen. Und du siehst auch, dass nicht, wie Jorge immer vermutet hat, diese dämonische Energie, die Orte verdirbt. Du fängst an zu forschen und eigentlich ist es genau umgekehrt. Die Orte, an denen die Dämonen gebunden sind, strotzen vor Energie. Und irgendwann wird ein alter Wanderer kommen, dir ein altes Buch in die Hand drücken, in dem die Geschichten der Göttin aufgeschrieben sind. Alles ist in einem ewigen Kreislauf. Sicher kommen die Dämonen durch Schlechtigkeit in die Welt. Aber sie werden durch gute Taten gebunden und fließen zurück in die Erde, aus der sie entstanden sind. Das ist der ewige Kreislauf der Gut und Schlechtigkeit der Welt. Und durch die Bindungsrituale sorgen die Wanderer dafür, dass die Dämonen zurückkommen dorthin, wo sie hingehören. Und tun eigentlich Gutes. Und so entscheidet vielleicht auch Taran, irgendwann doch in eine Stadt zu gehen, in ein Dorf und die Leute zu lehren. Aber Gerrit wird er nie finden. Und die anderen kehren zurück ins Dorf Rauningen. Man fragt euch natürlich, was passiert ist. Was berichtet ihr den Leuten? Warum ist Taran nicht bei euch? Besonders seine Schwestern fragen. Er hat in einem Kampf gegen einen Dämon gefallen. Wir haben ihn bekämpft. Und leider hat er sich in die vorderste Front gestellt und ist dabei gestorben, bevor wir ihn bannen konnten. Taran starb als Held für das Dorf. Ja. Das werden die Worte sein, die Endres benutzt, aber nichts weiter groß darüber erzählen. Was ist mit der Leiche passiert? Die hat er mitgenommen. Wir haben danach gesucht, aber nichts gefunden. Man sieht ernsthafte Bestürzung, besonders bei der Familie Schneider. Und man organisiert eine Trauerfeier für Taran. Das ganze Dorf beteiligt sich auf die ein oder andere Art und Weise. Man stellt sogar einen Gedenkstein auf für den Held des Dorfes. Und vielleicht erzählen die Tannhäusers ihren Kindern oder die Fischers ihren Kindern irgendwann von dem Helden. Von der wahren Geschichte oder auch nicht von der wahren Geschichte. Oder von der Geschichte, die so wahr ist, wie sie nur wahr sein kann. Weil sie muss. Vielleicht findet Jorge Gefallen an einen der Schwestern von Taran. Vielleicht. Als sie sich um sie kümmert. Gibt ja noch eine nicht vergebene. Genau. Ja, seine Jüngste ist 20. Ja. Würde passen. Könnte passieren. Und vielleicht läuft irgendwann der Nachwuchs von der neuen Familie Fischer durch die Wälder und trifft auf diesen alten Mann mit weißem Bart. Mit dem großen Buch, der ihnen irgendetwas von den Ritualen erzählt. Und sollte es einen Wanderer, einen Waldläufer geben, der mal
Unterschlupf sucht, wird er im Hause Tannhauser fündig. Das wird sich nicht verändern. Das Dorf Rauningen wird auch weiterhin ein Durchfahrtsort bleiben für die Wanderer. Dämoniker Petrock wird man nicht weiter sehen in eurem Dorf. Ein anderer Dämoniker wird sich um Rauningen kümmern. Allerdings wird es trotzdem, werdet ihr keinen eigenen Dämoniker bekommen. Was euch nicht sonderlich stört, denn mehr und mehr beginnt das Dorf eigen zu handeln und Dämonen eigen auszutreiben. Vielleicht entwickelt Endris eine Initiative, den anderen Mut zu machen, das zu tun. Und vielleicht lernen auch die Rauninger selber, nachdem sie lange beobachten, und Jorge vielleicht auch, nachdem er ja immer Angst hat, dass die Umwelt zerstört wird, wie genau das Gegenteil eintrifft, je mehr man tut. Umso bitterer der Verlust von Tara. Und vielleicht findet auch Anna irgendwann auf der Lichtung mit dem, wo der weiß, wo die, was war es, ein weißer Weiße Hirsch geschossen wurde, eine Nachricht. Mir geht's gut. Oder sowas. Was könnte Taran als Nachricht hinterlassen, wenn er mal in der Gegend ist und die Fischerkinder getroffen hat? Danke. Einfach nur danke. Dann findet Anna das Danke in dem Abgrund. In diesem kleinen Holzverschlag, der an der Lichtung ist. Dann würde ich auch noch eine Nachricht hinterlassen. Ja. Für ihn dann. Dass es jemand gibt, den er kennenlernen soll. Und dass er dringend zu Besuch kommen sollte. Denn eine ganze Zeit lang später werden die Tannhausers einen Sohn bekommen und ihnen den Namen Taran geben. Als den tapfersten Mann, den das Dorf je gesehen hat. Sehr schön. Oh, ich werde ja ganz rot. Und ich denke, hier verlassen wir die Welt von Nesquiamos. Nicht ohne noch einmal off-topic zu erklären, dass wir natürlich nichts gegen Homosexuelle haben. Aber in dieser Welt, sie sind alle noch etwas rückständig. Und wie wir heute gelernt haben, oder wie Taran, Jorge, Endris und Anna gelernt haben, sind diese Sünden, die Taran dachte, dass sie Sünden sind, eigentlich nicht der Auslöser für das Übel der Welt. Und das bleibt. Und ja, ich danke, ihr habt natürlich das Spiel geschlagen, indem ihr nicht das gemacht habt, was es will. Aber ich fand hier das Ende jetzt viel herzzerreißender und viel toller als jedes andere Ende, was da hätte sein können. Mein Handy gibt hoffentlich auch wieder Ruhe. Wir haben es also erfolgreich kaputt gespielt. Ihr habt es erfolgreich kaputt gespielt, ja. Ich denke aber, dass es Spaß gemacht hat. Also mir hat es Spaß gemacht. Und, Oh ja. Wir haben einen One-Shot hingekriegt. Yay! Raus von Pingo. Nimm das, Pingo. Wir sind innerhalb der Zeitvorgabe. Das heißt, du schuldest uns ein Eis. Yay. Pingo schuldet uns ein Eis. Sehr gut. Und dann auch noch so ein herzzerreißendes Ende. Es ist schade, dass du uns vorhin ein bisschen gerusht hast, weil es hätte eigentlich jetzt noch ganz schön geknallt vor dem Aufbruch. Ja. Da ist jemand gerade noch davongekommen. Ja, also es ist... Bevor wir zur Hauptstadt sind, oder wie? Entschuldigung, Quali. Ja. Ach so. Gut. Ich hätte noch meine Packung bekommen. Hättest du ja einschreiten können. Hättest du sagen können, stopp, ich möchte noch was machen. Ja. Ja, du warst so im Flow und da wollte ich jetzt auch nicht irgendwie rein. Okay. Der Ehrgeiz, den One-Shot zu schaffen, war ja da. Ja. Sind wir noch online? Wir sind noch online, ja, irgendwie ganz, ganz ja.
Also wenn ihr Interesse habt an der Welt, es gibt halt dieses Regel- und Weltbeschreibungsbuch. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich empfehlen kann, weil es ist, es beschreibt die Welt von Nesquiagos ganz gut. Allerdings, es ist sehr, also am Layout müssen sie noch arbeiten, sagen wir mal so. Aber wenn euch das interessiert, was es da mit der Welt und mit den Dämonen und so, mit den Wanderern auf sich hat, dann könnt ihr euch das besorgen. Und wenn ihr einfach nur das Spiel spielen wollt mit euren Freunden irgendwie in so einer Runde, dann holt euch diese dicke Box hier. Da sind die Würfel und die Kurzbeschreibungen drin, Charakterbögen und alles, was ihr braucht. Dafür braucht ihr das Grundregelwerk auch überhaupt nicht. Denn alles, was man sonst so für die Weltbeschreibung braucht, ist in den anderen Boxen auch drin. Ich verlinke auch unten in der Videobeschreibung auf YouTube nochmal, wo ihr das Spiel bekommen könnt, wenn ihr denn Lust darauf habt, das irgendwie mal zu erstehen. Und danke nochmal an euch, dass ihr mitgemacht habt und das Spiel geschlagen habt und uns ein Eis verdient habt. Wenn ich eine Sache noch sagen darf, ich glaube, was auch wert ist, mal zu erwähnen, ist, dass dieses Spiel nämlich eine interessante Entstehungsgeschichte hat. Entstanden ist es nämlich im Lutherjahr, im Reformationsjahr, glaube ich sogar tatsächlich. Ja. Genau. Und es ist halt gefördert worden. Ich weiß nicht, ob es eine Stiftung war oder irgendeine Initiative halt zum Thema Reformation. Und da hat sich diese Rollenspielfirma halt gedacht, ja, irgendwie Martin Luther spielen ist ein bisschen doof oder so, was macht man denn da am besten? Und dann haben sie sich halt allegorisch was ausgedacht, wie kriegt man halt die Themen von Reformation in eine eigene Welt gepackt? Und so dreht sich Nesquiagos halt darum. Ich finde, das hat man gerade heute sehr schön gemerkt. Das fand ich sehr cool und ich finde es, sollte man auch mal dazu erwähnen, dass es halt nicht einfach nur nettes kleines Rollenspiel-Ding ist, sondern halt auch irgendwie diese Message. Es ist sehr cool, im Kirchenkreis sehr cool. Aachen ist es, glaube ich, entstanden. Ja. Und es hat Parallelen halt zur Reformation. Es gibt ein ganzes pädagogisches Konzept zu diesem Spiel, dass man das auch irgendwie auch bespielen kann. Es gibt Parallelen zur Situation der Reformationszeit. Die hat man vielleicht, wenn man sich ein bisschen auskennt, heute auch gemerkt. Also die allmächtige Kirche, die alle Regeln bestimmt, gegen eine Minderheit von Leuten, die Wahrheit eigentlich verkünden. Aber niemand sie hören will, mag, weil sie alle indoktriniert sind. Es ist halt die Erkenntnisse der Reformation haben sich nur gegen den Widerstand der damaligen amtierenden Amtskirche halt durchsetzen können. Und das Ganze spielt halt so ein bisschen mit dieser Thematik. Und man merkt, wenn man das Spiel spielt, auch ganz gut die Zwänge, in denen sich normale Bürger befunden haben müssen zur Reformationszeit. Und ich fand es auch sehr, sehr gut, wie die Spieler im Vorfeld auch direkt auf so Triggersätze in der Beschreibung der Welt angesprungen sind. Und dieses irgendwie, gerade der Jorge mit dem, die Welt geht kaputt, wenn wir die Dämonen da reinbannen. Das war genau die Propaganda der Kirche, genau aufgegriffen. Und darauf bin ich halt auch angesprungen. Also das, du hast ja auch gerade gesagt, dass ich mich entschieden habe, einen Charakter zu spielen, der schwul ist. Das habe ich wirklich am Anfang gemacht. Und das ist natürlich nicht aus Homophobie entstanden, sondern ganz im Gegenteil, weil ich halt fand, dass es ein interessantes Thema ist, erforschen, dass es halt auch mal als Sünde galt und als, ich meine, das ist, ne? Ich glaube, bis in den 70ern war es in Deutschland illegal. Und das sind die 1970er. Und ja, es gibt genügend Länder, in denen es immer noch illegal ist. Also. Und deswegen, ich fand es total interessant zu erforschen. Und danke, Quali, für diese Runde. Die hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja. Und man hat auch mal, es ist sehr schön ausgespielt, die innere Zerrissenheit von Menschen. Also, ich bin nicht so geneigt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass diese innere Zerrissenheit, die ja zum Ausdruck gekommen ist, dass die in vielen, vielen Homosexuellen wütet. Auch heute hier in dem Land, in dem es eigentlich okay ist. Aber trotzdem ist unsere Gesellschaft noch lange nicht so weit wie das Gesetz. Und das merkt man immer wieder auch, wenn man den Bundestag für die Ehe für alle schon anguckt. Das reicht schon, um zu sehen, dass da einige vom gesellschaftlichen Denken noch lange nicht so weit sind. Man gucke sich nur sowas an wie die Gegendemonstration zum Christopher Street Day und so. Also. Ja, generell Dinge, die nicht sind, die Personen, die nicht sind, wie die Norm. Es ist ja nicht nur Homosexualität, es ist halt einfach
Intoleranz ist ein uraltes Thema. Und ja. 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 Und die Erkenntnisse der Reformation, die in diesem Spiel halt vorangebracht werden sollen, sind einfach, die Menschen sind Sünder. Die Menschen verursachen durch ihre Sünden schlimme Dinge, aber die Menschen sind trotzdem geliebt von der Göttin in dem Spiel oder von Gott sonst. Ja. Und sie müssen nichts dafür tun. Nichts Großes. Sie müssen einfach nur daran glauben, dass das Bannritual funktioniert. Ja. Und das Vertrauen ist... haben. Und das ist die große Erkenntnis Martin Luthers unter anderem. Und damit spielt dieses Spiel ein bisschen. Ja. Gut. Interessant. Auch für Leute, die vielleicht mit der Kirche sonst nicht so viel am Hut haben. Gut. Ja, ich schaue noch mal kurz, wer sonst noch so irgendwie wer durchgehalten hat. Wir haben hier Bananen. Irgendwann checke ich das mal, wie das heißt. Commander Root, Electrical Longboard, irgend so ein Typ. Wie spricht man das aus? Iriendis? Iriendis, das ist der Account von meiner Freundin, beziehungsweise das bin ich gerade. Land Fusion, die Polizei hat natürlich geguckt, Positivity Bot, Schattenjäger 82 und der Tade oder TYDE Unterstrich. Und Demonic Sugar war auch die ganze Zeit da. Ah, stimmt, da oben, ja, das ist mal bei Moderatoren, genau. Demonic Sugar ist auch da. Wahrscheinlich über Handy, weil das Internet nicht vernünftig funktioniert. Demonic Sugar ist nämlich Lilio. Ja, hallo. Ja. Dankeschön, dass ihr zugeguckt habt. Wenn ihr es nachher guckt auf YouTube, hinterlasst uns einen Kommentar, was ihr von dem Spiel haltet, was ihr irgendwie, ob ihr die Endszene jetzt irgendwie zu herzzerreißend fandet. genau, also wir freuen uns über jeglichen Kommentar. Ich leite die dann auch gerne weiter. Und ja, morgen gibt's wieder ein neues Türchen im Nordpol Adventskalender. Morgen öffnet sich Türchen Nummer 15 und ich gluge mal in unseren Kalender, was denn da so dran ist. Das dauert ein bisschen. Moment, ich muss es erfinden. Wer denn jemand weiß, ist schneller als ich. Guck mal hier, Adventskalender. Was ist denn am 15. dran? Morgen ist der Fitzbang dran, der baut morgen Charaktere für Warhammer Fantasy 4. Edition. Also wenn man immer mal wissen wolltet, wie man Charaktere baut für Warhammer Fantasy 4. Edition, dann schaut ihr morgen beim Fitzbang ins Türchen rein, dann werdet ihr das sehen. Und falls ihr aber keine Zeit habt, könnt ihr es immer nachgucken, denn auf dem YouTube-Kanal vom Nerdpol gibt es eine Playlist mit allen Adventskalender-Türchen. Und da könnt ihr die alle später nochmal nachgucken und ja, schaut da mal rein. Ansonsten, morgen könnt ihr gucken, bei mir auf dem Kanal auch, Klinge der Nacht geht weiter mit dem Rerion. Yay! Ja. Ich hoffe, ich kündige jetzt nicht zu viel anders, weil letztes Mal bei Wir sind John, glaube ich, habe ich ganz viel angekündigt und nichts davon ist dann eingetroffen, weil alle Streams ausgefallen sind. Aber, bitte nicht. Ich hoffe nicht, dass das für morgen auch gilt. So, okay. Ja. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.